San Francisco, אנחנו לא שומעים אתכם. Erik, Mikrofon. San Francisco, wir hören euch leider nicht. Hello, dear friends. It's a pleasure and honor to be with you. Hallo, teure Freunde. Es ist wirklich ein Genuss und eine Würde, hier mit euch zusammen zu sein. Wir müssen die große Arbeit, die der Schöpfer vor uns gegeben hat, erfüllen. Wir sind in Diensthabend mit den Freunden in Florida und es ist wirklich beeindruckend, jeden Morgenunterricht diese Verbindung herzustellen. Lasst uns profitieren von dieser Arbeit. Denken wir an die Menschen der Welt, an den Weltzehner. Verbinden wir unsere Wünsche im Zehner, um das zu erlangen, was unsere Großen und unsere Weisen uns vorhergesagt haben. Und jetzt hören wir noch ein Zitat von Rabash. Die hauptsächliche Grundlage, auf der man die Spiritualität aufbauen kann, ist die Nächstenliebe. Und durch diese kann man den Bedarf erhalten, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Und danach gibt es Furcht, dass man sich fürchte, dass man Angst hat, dass man eventuell dem Schöpfer nicht geben kann. Und dann, wenn man die Furcht hat, kann man zum Glauben gelangen, weil der Glaube das Kli ist, damit die Schchina darin weilen kann. Nochmals, die hauptsächliche Grundlage, auf der man das Gebäude der Heiligkeit aufbauen kann, ist die Grundlage von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn dadurch kann man den Bedarf erhalten, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Und danach gibt es die Furcht. Das heißt, man hat Angst, ob man vielleicht dem Schöpfer nicht Zufriedenheit bereiten kann. Und dann, wenn man bereits die Furcht erlangt hat, kann man zum Glauben gelangen, weil der Glaube das Kli ist, in dem die Schchina weilen kann. And the question for Active Workshop. How do we build a vessel? Die Frage zum aktiven Workshop ist, wie können wir ein Kli bilden, damit die Schchina darin weilen möge? Nochmals, wie können wir ein Kli bilden, damit die Schchina darin weilen möge? In unserem Zehner bauen wir das Kli auf, um den Schöpfer zu enthüllen. Ja, so wie wir darüber gesprochen haben, wenn wir den Tempel aufbauen wollen, und so geht das nur im Zehner durch die Freunde. In der Anstrengung zwischen den Freunden enthüllen wir. Das ist die Abwesenheit von Verbindung. Also gerade die Anstrengung, die erweckt das Licht. Und so bauen wir gemeinsam diesen Chisron auf. Ja, genau jetzt bemühen wir uns, dieses Kli aufzubauen zwischen uns, in der Verbindung zwischen uns, in dem Aufbau von 10 Sphirot zu einem Parzuf. Bitte nehmen. Man muss immer in Betracht nehmen, dass es eine große Hilfe gibt, wegen dem Zehner, die Annullierung davor, kleine Anstrengungen, Mitgefühl, dass wir gemeinsam mit den Freunden streben und überhaupt die ganze Welt, wohin uns der Schöpfer führt, zu diesem Ziel, das er für uns gestellt hat. Ja, wir müssen uns nur anstrengen, zur Verbindung zu gelangen, versuchen alle Ratschläge der Kabbalisten umzusetzen, zur Verbindung zu gelangen. Durch unsere Bemühungen ziehen wir das Licht heran und dieses verbindet uns zu einem Kli. Bitte, Ethan. Wir schauen.
Okay, ich mache weiter. Das Kli bauen wir dadurch auf, dass wir unsere Herzen annullieren, dass wir die Hisranot zusammenschließen, wo wir darum bitten, wie ein Mann mit einem Herzen zu sein. Und das muss zum Gebet führen, zum Hören, zum Schöpfer, dass er ein Kli aus uns aufbaut. Ja, jeden Morgen, jeden Augenblick fangen wir von neuem an. Jetzt müssen wir uns sehr, sehr darin anstrengen, das Kli aufzubauen. Ja, wir bilden unseren Tempel, unseren Beit HaMikdash, mit einer gemeinsamen Absicht, mit einer Bitte für die Freunde. Ja, wir machen das mit Freude. Das ist die einzigste Sache, für die es sich lohnt zu leben. Und der Schöpfer hat alles, dass wir das auch tun können. Er hat uns morgens aufstehen lassen mit dem Verlangen. Also lasst es uns gemeinsam mit der ganzen Welt tun. Ja, wirklich, die Freude ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ansonsten haben wir keine Kli. Ja, diese gemeinsame Anstrengung, damit wir diesen gemeinsamen Hisaron haben, in dem Maße, wie wir gemeinsam sind, können wir. Ja, wir werden, lassen Sie uns in Rav hören, die authentischen Quellen fühlen und lasst uns vereint mit unserem Rav sein. Niv. Ja, wir die ganze Zeit bitten, dass die Freunde nicht vergessen zu bitten, dass wir in Kli sind, würdig für den Schöpfer. Ja, wir haben jetzt einige Stunden, wo wir in starkem Kontakt sind mit dem korrigierenden Licht, wo wir die Gelegenheit haben zu beten, mit allen Freunden zusammen zu sein, um alle ein Kli zu sein. Bitte, Ethan. Ja, beim Unterricht gibt es tatsächlich die Möglichkeit, sich zu verbinden. Okay. Our final silent workshop question for the evening. Think of how we can bestow contentment upon the creator. Okay, bei unserem stillen Workshop ist die letzte Frage jetzt. Wie können wir dem Schöpfer bei diesem Unterricht nun Zufriedenheit bereiten? Lasst uns nochmals überlegen, worin wir und wie wir dem Schöpfer in diesem Unterricht Zufriedenheit bereiten können. Stiller Workshop. Guten Morgen, Freunde. Wir lesen die Werke von Rabash. Über die Wichtigkeit der Freunde.
Guten Morgen. Wir lesen mit euch die Werke von Rabash über die Wichtigkeit der Freunde. Ihr könnt eure Fragen stellen auf CAP.TV und ausgewählte Fragen werden gestellt und beantwortet. Bitte, Rav Leitman. Ich würde sagen, in der Natur existiert das Gesetz der Akkumulation, wie es heißt, Münze für Münze summieren sich zu einer großen Summe. Und so ist es auch in der spirituellen Welt. Deshalb müssen wir an jedem Tag unsere Teilnahme erneuern. Unter größeren Hindernissen, Faulheit, Kraftlosigkeit, Müdigkeit, aber das ist alles egal. Wir müssen einfach verstehen, dass diese Schwierigkeit, die sich uns offenbart, dass wir von neuem anfangen müssen, das gibt uns lässt uns einen großen Schritt vorankommen, im Endeffekt zur Gesamtheit aller Anstrengungen, wo dann die Tür aufgeht und wir dann in die spirituelle Welt eintreten. Auch hinsichtlich der Wichtigkeit der Freunde und der Angelegenheit der Gruppe, der Verbindung zwischen uns, muss man tagtäglich und einige Male während des Tages diese Sache erneuern und von neuem anfangen. Und jedes Mal, wenn wir den neuen anfangen, und es gibt hier noch eine weitere Ergänzung zur Anstrengung, denn ausreichende Anstrengung, welche als gewisses Maß bezeichnet wird, öffnet uns den Eintritt in die spirituelle Welt. Bitte. Also nochmal, die Werke von Rabash in Sachen Wichtigkeit der Freunde. In Sachen der Wichtigkeit der Freunde innerhalb der Gruppe und wie man sie wertschätzt, hören wir, wie jeder Einzelne seinen Freund und dessen Wichtigkeit betrachten soll. Der Verstand sagt uns, wenn ein Mensch seinen Freund niedriger als sich selbst einschätzt, will er ihn lernen, sich besser zu verhalten, als er es im Moment tut, infolge als Schüler ansehen, aber nicht als Freund. Wenn ein Mensch den Freund auf einer höheren Stufe als der eigenen sieht und erkennt, dass er gute Eigenschaften von ihm bekommen kann, kann er diesen als Lehrer akzeptieren, aber nicht als Freund. Daraus folgt, dass ein Mensch nur, wenn er seinen Freund als gleichwertig empfindet, dann kann er ihn akzeptieren und sich mit ihm verbinden. Denn Freundschaft herrscht, wenn beide in der gleichen Zustand sind. Das verlangt der gesunde Menschenverstand, wenn beide gleiche Ansichten haben. Und deswegen haben sie beschlossen, dieses Ziel in Angriff zu nehmen. Das gleicht zwei Freunden, die in ihren Absichten übereinstimmen und gemeinsam ein Geschäft eröffnen, welches einen Gewinn bringen soll. In diesem Vater als der andere wird er den anderen nicht als gleichwertigen Partner akzeptieren, sondern eine Partnerschaft bevorzugen, die je nach Stärke und Qualität, die der eine dem anderen voraus hat, und man kann nicht von Gleichwertigkeit in diesem Geschäft sprechen. Wenn man jedoch in der Freundesliebe für die Einheit verbindet, so bedeutet das ausdrücklich, dass die Freunde gleichwertig sind.
Nur das wird Einheit genannt. Wenn Sie gemeinsam Geschäfte machen und der Gewinn nicht zu gleichen aufgeteilt wird, ist das dann Einheit? Wie sollte ein Geschäft der Freundesliebe beinhalten, dass alle Profite und Einnahmen, die die Freundesliebe einbringt, von beiden gleichartig kontrolliert werden. Es darf nichts verheimlicht und unterschlagen werden, sondern alles soll in Liebe, Freundschaft, Ehrlichkeit und Frieden vor sich gehen. Im Artikel zum Abschluss des Buches Zohar steht geschrieben, das Maß der Größe benötigt zwei Voraussetzungen. Erstens, man muss immer zuhören und die Wertschätzung der Gruppe im Ausmaß der Größe der Freunde erhalten. Und zweitens, die Umgebung muss groß sein, so wie es heißt, in der Vielzahl des Volkes liegt der Ruhm des Königs. Um die erste Bedingung zu erfüllen, muss sich jeder Student als der Kleinste unter den Freunden fühlen. Auf diesem Wege kann er von all die Wertschätzung der Größe erhalten. Ein Großer kann nämlich von keinem Kleineren bekommen und annehmen oder gar von dessen Worten beeindruckt werden. Nur der Kleine lässt sich von der Achtung des Größeren beeindrucken. Und die zweite Bedingung anbelangt, so ist jeder Student verpflichtet, jeden seiner Freunde zu erheben, als wäre er der Größte seiner Generation. So wird die Umgebung auf ihn einwirken, wie es eine große Gruppe tun sollte, weil die Qualität wichtiger als die Quantität ist. Daraus folgt, dass man sich in der Freundesliebe gegenseitig hilft und dass es reicht, wenn jeder den Freund als gleichwertig betrachtet. Doch da auch jeder vom Freund lernen soll, kommt das Thema Rav und Schüler ins Spiel. Daher sollte man den Freund größer als sich selbst ansehen. Aber wie kann man den Freund Größe ansehen, wenn einem erscheint, dass die eigenen Verdienste, Talente und Eigenschaften besser sind? Dies kann man auf zweierlei Arten verstehen. Erstens, man geht nach dem Prinzip Glaube über dem Verstand vor. Wenn man einen Freund gewählt hat, muss man bei dessen Wertschätzung im Glauben über den Verstand gehen. Und zweitens, im Verstand ist es natürlicher. Wenn man beschlossen hat, jemanden als Freund anzunehmen und an sich arbeitet, ihn zu lieben, dann ist es natürlich, dass die guten Dinge in ihm zu sehen. Und selbst wenn es schlechte Seiten gibt, kann man sie nicht sehen. So wie geschrieben steht, die Liebe bedeckt alle Sünden. Ein Mensch sieht zum Beispiel die Unarten der Kinder des Nachbarn. Für die Unarten der eigenen Kinder jedoch ist er blind. Und falls jemand negativ über seine Kinder spricht, dann protestiert er und beginnt, die Vorzüge seiner Kinder hervorzuheben. Und es stellt sich die Frage, wer hat recht? Seine Kinder sind ja artig und daher ist er beleidigt, wenn der andere sich schlecht redet. Ich hörte aber von einem Vater, dem großen Baal HaSulam, jeder Mensch besitzt in Wirklichkeit Vor- und Nachteile. Und sowohl der Nachbar als auch der Vater sagen die Wahrheit.
Jedoch hat der Nachbar nicht das gleiche Verhältnis zu den Kindern des anderen wie zu den eigenen. Er fühlt nicht die gleiche väterliche Liebe zu ihnen. Deshalb sieht er, wenn er die Kinder des Nachbarn betrachtet, nur dessen Fehler und Mängel, weil ihm dies mehr Genuss bereitet. Denn er kann dadurch zeigen, dass er selbst tugender ist als der andere, weil seine Kinder artiger sind als die des Nachbarn. Und darum sieht er nur auf die Mängel der Kinder der Nachbarn. Und das ist wahr, was er sieht. Doch er sieht nur die Dinge, die ihm gefallen. Auch der andere sagt die Wahrheit. Jedoch schaut er nur auf die guten Seiten seiner Kinder. Und die schlechten sieht er nicht. Und diese würden ihm keine Freude bereiten. Deshalb sagt er die Wahrheit darüber, was er bei seinen Kindern sieht. Und da er nur in Betracht zieht, was ihm Freude bereitet, sieht er nur dessen Vorzüge. Daraus folgt, wenn man Liebe zum Freund empfindet, so besagt das Prinzip der Liebe, dass man gerade die Vorzüge und nicht die Fehler des Freundes sehen will. Und daraus folgt wiederum, wenn man bei seinem Freund einen Mangel sieht, so liegt dieser nicht beim Freund, sondern bei einem selbst. Denn man hat keine Liebe zum Freund und sieht deshalb nur Fehler in ihm. Darum soll man nicht danach streben, dass der Freund sich korrigiert, sondern erkennen, dass man Selbstkorrektur benötigt. Und so muss man sich nicht um die Korrektur des Freundes kümmern, sondern dafür sorgen, dass man den Fehler korrigiert, den man selbst in der Freundesliebe verursacht hat. Und wenn man sich korrigiert hat, wird man nur mehr die Vorzüge des Freundes und nicht dessen Fehler sehen. Rechovot. 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 Guten Morgen, Raff. Teurer Raff. Ich lerne aus diesem Artikel und aus anderen Artikeln, dass an unterschiedlichen Stellen der Rabash sagt, dass wir uns verringern müssen, ein andermal gleich sein müssen und ein andermal groß sein müssen hinsichtlich der Verantwortung. Alles ist abhängig von dem Einzelnen. Wie kann man diese drei Herangehensweisen miteinander vereinen, die eigentlich gegensätzlich sind? Rav sagt, wenn ich mich in die Gemeinschaft einschließe, so erhalte ich ihr Kli. Wenn ich vor der Gemeinschaft groß bin, so suche ich danach, was ich ihnen geben kann, wie ich ihn nutzen kann. Nachdem ich sowohl oben als auch unten bin, da muss ich auch zur Gleichheit gelangen, wie sehr wir alle gleichwertig sind, dass es niemanden gibt, der über dem anderen ist, weil Freunde als ebenbürtig sind. All die Übungen, die ich mache, um mal größer zu sein, mal kleiner zu sein, ist nur dazu, damit wir zu einem Gleichgewicht mit den Freunden gelangen. Bitte Fokusgruppe. Guten Morgen, Rav. Eine Frage aus dem Internet. Ein Schüler aus Moskau fragt, wie kann ich überprüfen,
eine echte Absicht überprüfen, ob ich mich um die Freunde kümmere. Und das ist sehr, sehr schwer und es lohnt sich für uns nicht, die Absichten jetzt nun zu klären, denn diese Klärung kann nur durch das korrigierende Licht geschehen. Deshalb müssen wir zuerst mal all unsere Übungen mit der Gemeinschaft machen und aus dem heraus müssen wir anfangen, dann die Absichten zu klären. Wenn uns bereits ein besonderes Licht erscheint, ein Licht leuchtet und wir dann verstehen, wo wir uns befinden und was wir noch ergänzen können. Moskau 8, bitte. Was soll man mit seinen Mängeln tun? Wenn ich das Gefühl habe, den Freunden nicht helfen zu können. Den letzten Teil habe ich nicht verstanden. Ich empfehle dir, direkt ins Mikrofon zu sprechen und nicht 2 Meter entfernt davon zu sprechen und alles andere abzudrehen. Hört man mich jetzt? Besser. Was soll ich mit meinen Mängeln tun, wenn ich das Gefühl habe, dass ich keine Kraft habe, den Freunden zu helfen? Welche Handlung muss man praktisch tun in der Selbstisolation? Was würden Sie raten? Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Frage, was müssen wir jetzt machen, zur Zeit, wo wir isoliert sind, um den Freunden zu helfen? Wir müssen nur in allen Möglichkeiten die Verbindung zwischen uns vergrößern und verstärken und den Freunden ein Gefühl geben, dass wir zusammen vereint sind, in einem Verlangen, auf einer Ebene, in einem Kli. Damit, also dass alle von allen die Sicherheit erhalten, dass wir mit Sicherheit Erfolg haben werden. Und diese Empfindung muss immer in jedem Einzelnen sein. Und wir müssen das ständig erwärmen. In dem Moment, wo wir das aus den, wo das uns aus den Händen geleitet, kühlt das ab. Deshalb müssen wir immer gut darüber nachdenken. Man kann sogar die Dienste machen, wie beim Ramchal, als wir darüber gelesen haben. Die einen machen, schieben Dienst, danach die anderen Dienst und wieder der dritte. So ist es wie bei Ärzten im Krankenhaus. So, genauso müssen wir uns darum kümmern, dass die Größe der Gemeinschaft, die Größe der Verbindung, die Verbindung von uns mit dem Schöpfer, dass uns das immer wichtig ist und Wenn das so ist, werden wir mit Sicherheit gut voranschreiten. Bitte schön, macht jetzt einmal sogar eine Unterteilung im Zehner, dass einige Stunden, sagen wir 2 Freunde, nicht einer, sondern zumindest 2, sich darum sorgen, dass sie jetzt verantwortlich sind dafür, dass der Zehner zur Verbindung strebt und durch diese Verbindung zum Schöpfer. Sagen wir, jede Stunde oder alle 2 Stunden gibt es 2 Freunde aus der Gemeinschaft, aus dem Zehner, die daran denken. Und so werden wir uns selbst organisieren. Bitte schön, sprecht darüber. Wie können wir uns so organisieren, dass wir Dienst machen und jedes Mal 2 Freunde untereinander in Verbindung sind, indem sie darüber sprechen, daran denken, worin sie arbeiten, aber dass sie zumindest während der Arbeit darüber nachdenken, dass sie der Gemeinschaft verpflichtet sind und dass die Gemeinschaft zur Verbindung untereinander geht und damit einher auch mit dem Schöpfer. Bitte schön, sprecht ein paar Minuten untereinander. Если оно габай вешать.
Wir haben Gabay und Schatz, die heute unseren Zehner jede zwei Stunden verantwortlich sind. Diese Menschen werden verantwortlich sein, damit die Freunde an den Schöpfer und Verbindung denken. Es lohnt sich wirklich, einige Quelltexte zu nehmen und zu beten. Ja, das ist förmlich wie einen Ball in der Luft zu halten, wenn es keinen Unterricht gibt, keine Kraft. Als er, wenn er sozusagen in diesen Zwischenabständen den Ball hochhalten. Ja, und wir wissen, dass es zwei Freunde gibt, die Staffeln nun halten und die an uns denken, die beten, die alle unsere Gebete einsammeln. Bitte, Nib. Ja, das erweckt uns auch, in dieser einen Handlung zu sein, mit ihnen zu fühlen, dass es hier eine brennende Flamme gibt, die Bitte, das Gebet in der Gruppe, und sogar wenn ich jetzt nicht Dienst habe, muss ich immer noch Holz ins Feuer legen. Zwei Stunden im Gebet zu sein, ist wirklich lange Zeit. Ich denke mir, dass diese zwei Freunde jede Viertelstunde, halbe Stunde in Verbindung sein müssen und einander an ihre Aufgabe erinnern müssen. Bitte, Ethan. Ja, in Wirklichkeit, wenn ich das ordentlich mache, wir alle werden in dieser permanenten Absicht sein. Und man muss sich immer an das Ziel erinnern und alles, was wir tun werden. Und in Wirklichkeit werden wir dann darauf fokussiert sein. חלוקת הנטל הרבה יותר נכונה, שכל הזמן מחלקים את ה-12 שעות מ-9-9 לזוגות. יש שאלות על מה שאנחנו עכשיו דיברנו? אם ישנם שאלות באיזה קבוצה, על מה שאנחנו קראנו מאמר, ועכשיו מה שאתם דיברתם. פוקוס גרופ, פליז. הוא כותב שכל העסק מאהבת חברים צריך להיות Er schreibt hier, dass der ganze Gewinn, dass sie müssen alles gleich aufteilen in der Freundesliebe. Die Frage ist jetzt folgende. Ich war sicher, dass dieser spirituelle Gewinn für alle gerecht aufgeteilt wird im Zehner. Aber hier sagt er, dass habe seine Frage jetzt nicht ganz verstanden. Kann nicht sein, sagte er. Niemand kann größer sein als die Freunde. Erstens, sagt er auch, niemand kann auch kleiner sein als die Freunde. Freunde heißt, dass sie gleich sind. Das heißt, sie müssen sich darum kümmern, dass sie gleich sind. Ansonsten ist das keine Gruppe. Eine Gruppe ist, wenn jeder mit dem anderen gleichwertig ist, obwohl jeder sich von dem anderen unterscheidet. Das ist die Bedingung. Und gerade weil wir das so die Gruppe festhalten, dann sehen wir die Gruppe als integral an, global. In absoluter Gleichheit. Und das gibt uns diese ganze Herangehensweise in dieser Gleichheit. Und das bringt uns zusätzliche Empfindung, die eine echte Spiritualität ist, Göttlichkeit. Das heißt, wir aus dieser Gleichheit kommen zu der Empfindung des Schöpfers. Ansonsten wirst du diese Eigenschaft nicht fühlen können, nur unter der Bedingung, dass es keinerlei Unterschied gibt zwischen dem Großen und dem Kleinen, dem und dem. Und egal welche Art und welche Farbe, was auch immer, nichts.
sondern alles ist absolut gleich. Und dann kommst du zu der Empfindung der Göttlichkeit, des Spirituellen. Ja, aber was ist mit der Berechnung des Menschen in diesem ganzen Gedanken? Er ist sozusagen auch in diese Einschränkung mit, er hat auch Gewinn. Und was für einen Profit er hat, weil er sich darum sorgt. Seine ganze Sorge ist sein Profit. Sein Profit ist seine Sorge. Hörst du, was ich sage? Das heißt, dass er sich darum sorgt, das ist sein Profit. Die Sorge selbst ist der Gewinn, ist der Profit, dass man ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich um alle zu sorgen. Das ist der Profit. Melzes will er gar nicht haben. Sag einmal der Mutter, die sich um ihre Kinder sorgt. Sie wird dir sagen, dass es ihr ganzer Genuss ist, sich um sie zu sorgen. Was ist der Unterschied zwischen dem Gedanken und Sie wissen, wie wir uns jetzt um die Kinder im Laufe des Tages kümmern und plötzlich beginne ich mich um mein Kind zu kümmern und oder plötzlich klingelt jetzt mein Wecker und ich nötige mich an die Freunde zu denken. Was ist der Unterschied? Was ist hier der Gewinn? Ob das genötigt ist? Der Profit ist ganz einfach. Du hast in Bezug zu den Kindern einen natürlichen Antrieb, wie ein Vieh, das auf der irdischen Ebene so funktioniert, gemäß dem Antrieb. Aber wenn du die Uhr aufgezogen hast und deine Uhr läutet und erinnert dich an deine Aufgabe, so ist es eine große Arbeit. Und durch solche Tätigkeiten im Ego erwächst du im Endeffekt das korrigierende Licht mit aller Kraft, damit es auf dich wirkt, bis es dir deine Natur ändert und du anfängst, die spirituellen Erscheinungen zu fühlen und du anfängst, dich nicht mehr um dich selbst zu sorgen. Kiew. Ja, guten Morgen, verehrter Raff. Er schreibt hier, dass die Liebe zu den Freunden wie ein Mittel zu der Wahrnehmung der Realität, so wie ich das verstehe, das heißt, in der Freundesliebe zu sein, das ist eine andere Art, die Realität wahrzunehmen. Wir bilden unsere Sichtweise auf die spirituelle Realität. Ohne dem können wir nichts sehen. Aber um die spirituelle Wirklichkeit zu sehen, muss ich einen spirituellen Sinn erlangen, eine spirituelle Vision. Das geht nur nicht durch eine egoistische Linse, sondern durch eine altruistische Linse. Und das erlange ich durch die Freundesliebe. Und diese spirituelle Sichtweise ist gerade, dass der, wo Dienst hat, jetzt erreichen muss. Rav sagt, alle Freunde, die in Verantwortung sind, die ganze Gemeinschaft wie einen Menschen oder einen Mechanismus zu erwecken, jeder fügt diesem allgemeinen Kli oder diesem Chisaron etwas hinzu, denn im Endeffekt bittet jeder vom Schöpfer aus diesem Kli heraus, der Schöpfer realisiert das dann, er hat ihnen eine besondere Sichtweise. Deutschland, bitte. Man hört nichts. Schaltet alle möglichen Sachen aus. Sprich. No. Dov. Lo, aslo. Chaver. Bin ich denn nicht, nein. Gruppe Chaver. Die Kraft und das Verlangen, dass das umgebende Licht vergrößert, davon sein wird. Die Frage ist, welches Licht tritt ein?
welches das Umgebende verkleinert, das auf uns einwirkt. Ich verstehe nicht, was du fragst, über welchen Makif, welchen Umgebenden du sprichst und wo das geschrieben steht. Wo steht das überhaupt geschrieben? Raff, im Wesentlichen, es gibt unsere Belohnung, das ist die Sorge um die Freunde. Hier gibt es einen Unterschied in den Lichtern. Können Sie das erklären? Wir verstehen nicht, was du sagst. Ich meine nicht das Verlangen. Ich meine, welchen Typ von Verlangen muss ich in mir selbst ordnen, damit ich mich um die Gruppe kümmere, damit ich eine Unterstützung bekomme und damit die Gruppe auch einen richtigen Anstoß von mir bekommt. Wir reden hier nicht über Lichter. In unseren Händen haben wir keinerlei Lichter. Wir reden über Handlung gegenüber den Freunden, gegenüber der Gruppe. Was ist jetzt? Guten Morgen, Graf. Es gibt hier so ein Paradox, das ich nicht verstehe. Wie sollen wir diese Größe aufteilen, dass der Freund größer ist in etwas einem und in anderen Dingen, dass er mir gleich ist? Wie soll man das lernen, aufzuteilen, damit man sich mit ihm wie mit einem Freund verbinden kann? Graf sagt, meine Beziehung gegenüber den Freunden ist so, dass in dem Maße, wie ich sie benutzen kann, um das ganze Kli von Adam Rishon auf die Annäherung des Schöpfers führen kann. Das heißt, ich muss sie einmal als größer sehen als mich, einmal als kleiner, dass ich größer bin. Ansonsten, wie kann ich ihnen helfen? Und dann wiederum um die Gleichheit sorgen. In jeder Handlung muss ich mich abwägen und richtig wählen. Moskau 7. Wo ist diese Garantie, wo ich mich überhaupt überprüfen kann, zwischen dem, wo ich ein Vater bin, wo ich mich darum kümmere, dass nicht mit der Nadel ans Auge kratzt und diesem Nachbar, der die Mängel der Nachbarn sieht. Wie soll ich mich richtig darauf ausrichten, dass ich mich hier zuallererst klein mache? Die erste Annäherung muss sein, wenn ich mich vor der Gruppe klein mache und nichts in Betracht ziehe. Ich bin der Kleinste von allen. Ich kümmere mich um sie. Und das war's. Und dann auf so eine Weise. Das ist meine Herangehensweise in dem Szene, für den Szene. Jetzt sind wir da. Guten Morgen, verehrter Raff. Vielen Dank, dass Sie mich fragen lassen. Sagen Sie mir bitte, in diesem permanenten Gebet zu sein für die Freunde, was hilft am meisten? Der Glaube an den Schöpfer, der Glaube an die Freunde oder der Glaube an mich selbst, dass ich genügend Kraft habe, diesen Weg zu beschreiten? Danke. Achitov. Das Beste ist, dass, wenn ich verstehe, dass außer der Sorge für den Zehner, die Teilnahme in dem Zehner, die Unterstützung des Zehners, die Annullierung vor dem Zehner, außer der Arbeit habe ich nichts. Das heißt, ich hänge absolut komplett davon ab. Chelyabinsk. Guten Morgen, Graf. Guten Morgen, Cleo Lemmy. Sagen Sie bitte, diese spirituelle Sichtweise, über die hier geschrieben steht, wie soll man das richtig verstehen? Ich muss jeden Tag diesen Zustand wieder aufs Neue enthüllen, entdecken, durch diese Fürsorge für die Freunde. Oder ist das ein Zustand gemeint, dass wir alle dieses spirituelle Verlangen bekommen haben? Rav sagt, jeder kümmert sich eigenständig darum, dass das passiert. Und wenn es passiert, verbinden wir uns alle
Und wir sehen dann auch das gemeinsame Bild erkennen. Und auch das eigenständige persönliche Bild. Florida. Ist es richtig, wenn jeder aus dem Zähne einzeln über den Zähne nachdenkt? Sagen, das ist wunderbar, wenn jeder Zehner an jeden Zehner denkt, das ist wunderbar. Hader 1. Boker Tovrav, kann man diese Parallele sehen, gleich größer, kleiner, über dem Verstand, im Verstand und unter dem Verstand? Rav sagt, spreche deutlich aus, was du willst, was du fragst. Indem, dass ich mich gleich kleiner oder größer sehe, ist es dasselbe wie unter dem Verstand, im Verstand und über dem Verstand? Ja und nein, das muss man noch klären. Italien 3. Maestro, buongiorno. Io faccio una grandissima difficoltà. Lehrer, guten Morgen. Allora, potresti chiarire chi è l'amico al quale io ich habe ein großes Problem, mich zu annullieren. Könnten Sie bitte klären, wer ist ein Freund, vor dem ich mich annullieren muss? Jeder in der Gruppe, der sich im Zehner befindet, das ist dein Freund und du musst dich vor ihm annullieren. Selbstverständlich, vor jedem annullierst du dich anders, aber du musst dich selbst annullieren, ansonsten wirst du kein Spiritus Kli haben. Ein Spiritus Kli wird auf der Annullierung des Egos aufgebaut. Und dank dem, dass du dich selbst vor den Freunden annullierst, annullierst du dein Ego. Also hast du 9 Möglichkeiten in Bezug auf deine 9 Freunde in deinem Zähne, wie man sich annullieren kann. Und jedes Mal, wenn du dich annullierst, fügt das zu deinem Kli hinzu. Noch Annullierung und noch die Annullierung des Egos, bis das Ego immer mehr annulliert wird, bis es die Ähnlichkeit der Eigenschaften mit dem höheren Licht erreicht. Und jetzt Himro 10. Die Übung, die Sie uns vorhin gegeben haben, Sie haben gesagt, oder wie ich das verstanden habe, Sie haben dass jede Szene muss 2 Freunde haben, die sich darum kümmern, dass die Gruppe jetzt verbunden ist in ihrem Szene, jede Stunde oder 2. 2 Freunde machen das und wir müssen so organisieren. Meine Frage ist jetzt, dass wir einfach einen Tag nehmen, teilen ihn auf 2 Stunden auf und jede Stunde nehmen wir einen Freund. Sie müssen in der Verbindung untereinander sein und diese Aufgabe macht. Ja, aber nicht nur Verbindung in der Gleichheit. Ihr müsst auch über die Gleichheit denken. Moskau 6. Was diese Aufgabe betrifft, unterscheidet sich dieser Dienst, die Aufgabe dieser Dienste von dem, dass wir einen Dienst jeden Tag jetzt haben von globalen Schatz im Zähne. Und was ist der Unterschied? Ist es dann jetzt nur im Gedanken oder müssen wir irgendeinen Workshop machen, im Laufe des Tages irgendein Treffen? Jede paar Stunden 2 Freunde kümmern sich, denken über die Gruppe nach. Das ist ihre Verpflichtung. Sie sind verpflichtet, es zu tun. Und nicht einfach nur so, lass uns an sie denken. Sie müssen es tun. Die Absicht darauf, dass die Gruppe verbunden ist, gleich für alle, damit sich jeder von den anderen annullieren will
und dank dem werden sich alle annullieren und gleich sind mit den anderen, und in dieser Einheit, die sie erreichen, werden sie dem Schöpfer ähnlich. Und dann nähern sie sich der Enthüllung des Schöpfers untereinander an. Das war's. Jetzt haben wir hier noch die Fokusgruppe. Jetzt Fokusgruppe. Habt ihr oder nicht? Ja. Die Frage aus von einem Schüler aus Russland. Ich habe nicht ganz verstanden. Nur der Freund hat die Vorzüge, die ich annehmen muss. Ich muss sogar das Wissen von ihm annehmen. Keine Ahnung, was du fragst. Klär erstmal die Frage und dann sprechen wir darüber. Fragen, die dir unklar sind, stelle sie nicht hier. Deutschland. N? Dorf. Also die nichts. Also. Dann habe ich jetzt nur noch Rechowat. Nach dem Lesen dieses Artikels und was Sie gesagt haben, also ich habe das Gefühl, dass ich auf den Zähnen mit Liebe betrachten möchte, aber dies verschwindet im Laufe des Tages, so viele auch andere Dinge. Wie kann man das die ganze Zeit aufrechterhalten? Das kannst du nicht, weil sowas gibt es nicht, dass etwas ununterbrochen verbleibt, aber die ganze Spiritualität, sie kommt mit Unterbrechungen, die immer öfter werden. Deswegen darfst du nicht bereuen, dass das etwas verschwindet, sondern du musst dich darum kümmern, dass du durch Kraft wieder dies erwecken kannst. Jerusalem. Was ist die Gleichheit, die wir im Zehner haben müssen? Was ist das? Niemand ist größer oder kleiner in seiner Wichtigkeit, was die Freunde anbelangt. Er erklärt das im Artikel, dass wenn er größer ist als die anderen, muss der Lehrer sein, wenn er kleiner ist, der Schüler. Das sind aber keine Freunde. Freunde sind gleich, gleichwertig. Die Verbindung innerhalb der Gruppe, um später die Verbindung mit dem Schöpfer zu erreichen, müssen wir uns absolut ebenbürtig fühlen. Lehrer, habe ich Sie richtig verstanden, dass die Arbeit zwischen zwei Freunden, sie moduliert diesen Zustand, wie in dem Bruch im Zähne, die Verbindung wirkt sich auf die ganze Welt aus. Ist das so? Ja, kann man so sagen. Ja. Mark 2. Frage. Wenn existiert ein Indikator dafür, dass meine Annullierung vor der Gruppe eine echte ist, ein Anzeichen, nur laut einem Resultat, wenn du die Freunde in den Freunden siehst, dass sie alle in deiner Empfindung sind, dies nennt man in deinem Herzen, und alle sind gleich, und diese Gleichheit, das ist etwas, was sich nicht in unserer Welt befindet, weil dies würde man nennen, dass du aufhörst, sie in deiner egoistischen Sichtweise zu betrachten, aber sie haben so einen Zustand erreicht von Ebenbürtigkeit, wo dein Ego verschwindet und es bleibt nur noch dieses Klee, dieser Chisseron, und damit nähert man sich bereits dem Schöpfer an. Petrik war 17. In dieser Übung, worauf soll man achten oder welches Resultat müssen wir erwarten, wenn du für den Zehner verantwortlich bist? Wenn du dich darum kümmerst, dass sie gleich sind,
ebenbürtig und der Schöpfer hört das, was du tust, nimmt euch als gleichwertig an und zusammen damit befindet ihr euch bereits in Kontakt mit dem Schöpfer. Muss man das erwarten, diese Empfindung erwarten? Ja, weil es ist sehr schwer, sich selbst sich dort festzusetzen. Nein, das ist, weil du dich permanent darum kümmern musst, dass sie gleich sind, damit sie nicht größer und nicht kleiner sind. Das ist Arbeit. Und deswegen ist es nicht so schwer, weil dies eine Anstrengung ist. Es verschwindet nicht. Du musst es fühlen, verstehst du? Also ist das, wie soll ich sagen, so passiert es. Petrich 21. Was heißt es, dass der ganze Business zu der Freundesliebe, dass er immer aufgeteilt wird, also der Gewinn immer gerecht aufgeteilt wird? Wenn wir benutzen, um den Schöpfer drin zu fühlen, wir tun unser Kli lediglich auskalibrieren und diese besondere Auskalibrierung, dass der Schöpfer sich entfühlen kann, dass der eine sich nicht von dem zweiten und dritten unterscheidet. Und wenn wir alle vom Schöpfer ausgehen und er uns erschuf, so muss jeder von uns so eine Überprüfung gewährleisten, so eine Annullierung, so wie das vom Schöpfer ausging im gleichen Maße. Und so sehe ich das auch heute. Und dann mit Hilfe dessen, durch den Zähne, wenn ich ihn auf diese Weise ausbaue, damit bringe ich ihn zu dieser Null des Unterschieds zu ihm und dadurch kann ich dann den Schöpfer erkennen. Weil er hat sie als ebenbürtig erschaffen. Du kannst sagen, wie kann es sein, dass der Schöpfer sie als gleichwertig erschuf? Er hat das getan, sodass jeder zusammen mit dem, wie viel er ihm bösen Trieb gegeben hat, dass sich der sich unterscheidet, so hat er ihm auch die Möglichkeit gegeben, das zu überwinden und zu der Ähnlichkeit zu gelangen. Okay? Wir gehen jetzt über zu. Wohin? Wir haben den Glaube über den Verstand ausgewählt abschnitten und die Einführung in die Wissenschaft der Kabbalah. Ticha. Lasst uns gehen zu Nummer 2 übergehen. Eventuell ein Lied singen? Also, Lied. Message from God to stop the war. This is a message from nature. You can be sure. This is a message of love, awakening your soul. This is a message from above. It's time to roll. Thank you.
השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם. Der Unterricht basiert auf den Werken von Balei Salam und ihr könnt ihn auf kap.il runterladen. אנחנו נקרא קטעים בנושא אמונה למעלה מהדעת. Wir lesen ausgewählte Abschnitte zum Glauben über den Verstand und fangen an mit dem Punkt 41 aus Shamati 33. Ihr könnt uns eure Fragen stellen auf der Seite kap.tv und ausgewählte werden wir im Laufe des Unterrichts stellen. Also, bitte. Punkt 51, Abschnitt aus Shamati. Tatsächlich müssen wir wissen, dass jene Dinge, die den Menschen erscheinen, als würden sie der Lenkung von Gut und Gutes tun widersprechen, nur dazu da sind, damit der Mensch gezwungen sei, dann, wenn er Sprüche überwinden möchte, das höhere Licht auf diese Widersprüche zu ziehen. Sonst kann er nicht diese überwinden. Dies wird Erhabenheit des Schöpfers genannt, die er ausdehnt, wenn er Widersprüche hat. Dies bedeutet, dass diese Widersprüche nur aufgelöst werden können, wenn man sie überwinden möchte, indem man die Erhabenheit des Schöpfers ausdehnt. Daraus folgt, dass es eben jene, die nimm sind, die das Anziehen des der Erhabenheit des Schöpfers bewirken. Das ist die Bedeutung von und warf ihm den Mantel zu. Dies bedeutet, dass man danach den ganzen Haarmantel ihm zuschreibt, also dem Schöpfer. Es bedeutet, dass man nun sieht, dass der Schöpfer in diesem Mantel mit Absicht gegeben hat, damit er das höhere Licht darauf ziehen kann. Dies kann man jedoch nur danach sehen, was bedeutet, nachdem man bereits das Licht erlangt hat, das auf diesen Widersprüche und den Nehmen ruht, die er zu Beginn hatte. Dies ist so, weil er sieht, dass es ohne die Serot, Haare, das heißt ohne die Abstiege, keinen Ort für das höhere Licht gäbe, wo es verweilen könnte, da es kein Licht ohne Klee gibt. Daher sieht man, dass all die Erhabenheit des Schöpfers, die man erlangt hat, wegen des Serot und der Widersprüche, die man hatte. Und das ist die Bedeutung von der Schöpfer ist in der Höhe und allmächtig. Es bedeutet, dass er die Erhabenheit des Schöpfers durch Aderet erlangt hat. Und dies ist die Bedeutung von der Erhabung des Schöpfers. Also wir lesen nochmal jetzt diesen Abschnitt. Dies bedeutet, dass gerade mit Hilfe von Schwierigkeiten, Problemen, Verhüllung, wenn wir sie nicht überwinden wollen, können, wie wenn wir fallen, wir sehen, und gerade mit Hilfe dieser Verhüllung kommen wir zu einem Zustand, wenn wir bereit sein können, wenn wir in der Lage sind, die Größe des Schöpfers zu sehen. Wenn wir die Widersprüche wieder und wieder und wieder überwinden und beginnen zu entfühlen, dass dieses der Schöpfer uns gegeben hat und warum er das tat, damit wir ihn überwinden und nur mit Hilfe, dass wir diese Widersprüche überwinden, können wir mit solchen Widersprüchen arbeiten. Wir bekommen als Resultat diese Kelim, mit Hilfe dessen wir den Schöpfer erkennen können, seine Größe und dass er all dies für uns macht. Wir lesen das nochmal und dann stellen wir die Fragen. Nochmals der Abschnitt 51. Tatsächlich müssen wir wissen, dass jene Dinge, die den Menschen erscheinen, als würden sie der Lenkung von Gut und Gutes tun widersprechen, nur dazu da sind, damit der Mensch gezwungen sei, wenn er diese Widersprüche überwinden möchte, das höhere Licht auf diese Widersprüche zu ziehen. Sonst kann er diese nicht überwinden. Das wird die Hand des Schöpfers genannt, die er ausdehnt, wenn er Widersprüche hat, die Dinim, Urteile genannt werden.
Dies bedeutet, dass die Widersprüche nur dann aufgelöst werden können, wenn man sie überwinden möchte, indem man die Erhabenheit des Schöpfers ausbreitet. Daraus folgt, dass es eben jene Dinim sind, die das Anziehen der Erhabenheit des Schöpfers bewirken. Das ist die Bedeutung von und man warf ihm den Mantel zu. Dies bedeutet, dass man den ganzen Aderzear, also Haarmantel, ihm zuschreibt, also dem Schöpfer. Es bedeutet, dass man nun sieht, dass der Schöpfer ihm diesen Mantel mit Absicht gegeben hat, damit er das Licht höherlich darauf ziehen kann. Dies kann man jedoch nur danach sehen, was bedeutet, nachdem man bereits das Licht erlangt hat, dass auf diesen Widerspruch und den ihm ruht, die er zu Beginn hatte. Dies ist so, weil er sieht, dass es ohne diese Zerot oder Haare, das heißt ohne die Abstiege, keinen Ort für das höhere Licht gäbe, wo es verweilen könnte, da es kein Licht ohne das Klee gibt. Daher sieht man, dass all die Erhabene des Schöpfers, die er erlangt hat, wegen dieses Zerot und Widersprüche bekommen hat, die man hatte. Und das ist die Bedeutung von der Schöpfer ist groß und allmächtig. Es bedeutet, dass die Erhabene des Schöpfers durch Aderet erlangt wird, er die Größe des Schöpfers erlangt hat. Das ist zum Beispiel, wie ich Gewichte hebe, ja? Ich habe irgendwelche irgendein Eisen, 10 Kilo schwer, und ich hebe es hoch. Und daran erkennt man, wie stark ich bin, so wie viel ich hochheben kann. So hier, der Schöpfer gibt dir Probleme, wenn wir mit Hilfe dieser Probleme, wir beginnen müssen, Übungen zu machen, wir werden in der Lage sein, ihn zu erkennen, zu fühlen und ihm anzunähern. Deswegen all diese Widersprüche, alles, was sich vor uns befindet, das ist alles nur dafür da, damit wir das überwinden und wir entsprechende Kelim haben für die Enthüllung des Schöpfers. Ansonsten, wie können wir wachsen? Ansonsten ist es unmöglich. Petartikwa 4. Was ist gemeint, wenn man die Sünden und sie wollen möchte? Dies bedeutet, dass man die Größe des Schöpfers enthüllen möchte, obwohl man Probleme hat, Schwierigkeiten, aber diese Schwierigkeit, das heißt, inwieweit diese Schwierigkeiten mich herabsenken und ich falle und ich kann die wenn ich diese ganzen Widersprüche überwinde und mache das Gegenteil. Woher soll ich die Kraft haben, das umgekehrt zu tun? Dadurch, dass hier der Schöpfer mich lenkt und spielt mit mir und ich muss ihn immer um Kraft der Klärung bitten, wie sonst. Alles, was mit mir passiert, egal auf welcher Stufe, materiell oder spirituell, all das geht von ihm aus. Wenn das höhere Licht mich ausmalt, dass ich in meinem Körper existiere, in einer Welt, das, was ich fühle und so weiter und so fort, all das malt mir das höhere Licht. Auf diesem Punkt, dass der aus dem Nichts geschaffen hat, innerhalb dieses Punktes ruft diese Empfindung hervor. Und diese Empfindung, die er hervorruft, muss ich richtig aufbauen. Und damit ich letzten Endes heranwachse, so wie er, und ihm ähnlich werde. Und all das dadurch, dass ich verstehe, dass in mir der Schöpfer ist und dass er mir alles nur für diese Übung gibt. Ich dachte über 10. Nein, Entschuldigung, das ist Tel Aviv 2. Also, habt ihr eine Frage?
Ja, ich habe jetzt den Abschnitt gehört und ich habe versucht, irgendeine klare Form daraus zu erkennen. Und wenn ich richtig verstanden habe, diese Widersprüche, die in der Welt existieren, sie geben uns die Möglichkeit, zu der Einheit in der spirituellen Welt zu gelangen. Ist das so? Ja. Petartikwa 34. Der Schöpfer ist groß. Und wie kann ein Mensch das höhere Licht in diese Widersprüche hineinziehen? Wenn er versteht, dass dies vom Schöpfer ausgeht, damit er sich mit ihrer Hilfe ihnen annähern kann und damit er mit Hilfe dessen das höhere Licht auf diese Widersprüche heranzieht. Bibi, okay. Guten Morgen, Lehrer. Bitte entschuldigen Sie für die Frage, unklare Frage. Aber was ist das für eine Übung, dass dies den Menschen dermaßen von der Gruppe entfernt, dass er beginnt, nicht die Unterrichte zu besuchen und verliert die Wichtigkeit von allem? Ist das auch eine Übung oder wie soll man das betrachten? Der Schöpfer gibt dem Menschen ein schweres Herz, damit der Mensch das überwindet. Und unabhängig davon, dass er sich schwer fühlt, es fällt ihm schwer, er sieht nicht, er ist müde, er kann nichts. Eine Empfindung solcher Art gibt einem Menschen, die eventuell keinerlei Basis dafür besitzen. Und so fühlt der Mensch, dass ihm die Basis genommen wird. Und das ist alles, damit der Mensch, die haben der Schöpfer sucht, dass der Schöpfer groß ist und ich muss für ihn auch diese ganzen Schwierigkeiten überwinden. Und dann tue ich mich vor der Gruppe besänftigen, höre, was sie sagen und entwickle Neid. Warum können sie und ich nicht? Ich bitte sie, damit sie mich noch ein wenig herausziehen. Die Aufmerksamkeit darauf richten, vor dem Unterricht komme ich bereit oder nicht. Das heißt, ich benutze diese Dinge und hier gibt es lediglich ein Problem, dass der Mensch beginnt, stolz zu werden. Und der Stolz trennt ihn von den Freunden. Er kann sie nicht mehr bitten. Er kann sich vor ihnen nicht mehr klein machen in Bezug auf den Weg und dann fällt er heraus. Wenn er aber hingegen in der Lage ist, sich vor den Freunden klein zu machen, und zum Neid zu gelangen, dann kommt er voran. Beersheba. Raff, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es sich richtig vor der Gruppe klein, sich vor der Gruppe richtig klein machen. Es ist wie ein kleines Kind, das an den Fuß der Mutter klammert und nicht loslassen, wenn es die Schwierigkeiten in der Gruppe gibt, über die Entstehung des Zentrums, im physischen Zentrum. Ist es richtig, dass die Gruppe begleitet wird von diesem Nicht-Loslassen vom Bein? Ich muss immer fühlen, dass ich an das Bein gebunden bin. Nur so kann ich innerhalb der Gruppe arbeiten und etwas geben oder nehmen oder meinen Stolz korrigieren und so weiter und so fort. Ansonsten verliere ich jegliche Orientierung. Stelle ich richtig meine Frage? Rav sagt, ich denke nicht, dass der Schöpfer die mit dir solche Übungen macht, dass du musst jeden Augenblick dich darum sorgen, dass er neben dir ist. Dann wird das funktionieren. Nicht, dass du ihn an dich anbindest und du bist sicher, dass er neben dir ist. Das wird niemals passieren. Челябинск. Расскажите, пожалуйста, вот волосяной плащ, это духовный. Spirituelle Hindernisse sind dafür da. Sie kommen innerhalb der Stufe bereits oder noch vor der Stufe. Rav sagt, diese Hindernisse, das sind keine wirklichen Hindernisse. Aber die Probleme, die wir in unserem Verlangen zu empfangen haben, inwieweit
weit es um zu empfangen ist, damit wir diese Hindernisse korrigieren, damit sie keine Hindernisse sind, sondern die Hilfe dagegen, also damit sie zur Unterstützung werden. Und dann nennt man das, dass wir diese Hindernisse zu unserer Unterstützung machen. Und dann kommen wir so auf diese Weise voran. Deswegen, ohne die Hindernisse sind wir nicht in der Lage. Und wir haben nichts, was wir korrigieren können, mit Hilfe von was wir uns dem Schöpfer annähern können. Deswegen derjenige, der die Augen schließt und das Hindernis nicht sehen möchte, er wird auf der Stelle treten oder sogar und so wird sogar zurücktreten. Wir müssen uns in der Verbindung zwischen uns festigen und wissen, wie wir zu der Arbeit über diese Hindernisse gelangen. Aber dass die Hindernisse auf dem Weg liegen, das ist ein Anzeichen dessen, dass wir vorankommen. Weil anders ist es nicht möglich. Unser Weg, das ist der Weg des Aufstiegs. Jedes Mal steigen wir auf. Also wie kann es sein, dass es einen Aufstieg gibt, ohne dass es vor dir eine Stufe gibt, auf die du aufsteigen musst. Und der Unterschied zwischen den Stufen ist gerade diese egoistische Hindernis, wenn du dich über dein Ego aufsteigen musst, unten wieder und wieder und so tagtäglich jeden Augenblick. Nur so eine Weise. Moskau 6. Diese Arbeit in der Überwindung, das ist eine meine persönliche Arbeit oder das ist allgemeine im Zähne? Wenn es meine persönliche ist, wie soll man das dann tun, dass das Resultat für das Wohl des ganzen Zähners ist? Darauf sagt, das ist eine sehr gute Frage. Wie können wir all diese Hindernisse überwinden? Ob das meine persönlichen Hindernisse sind oder die gegenüber oder die Szene sind, das sind gerade diese Szene. Ich muss sie erklären, welche Bezug ich zu meinem Ziel habe, wenn ich ein Hindernis richtig überwinden möchte. Das heißt, dass ich mit ihrer Hilfe mich noch mehr an meinen Zähne klammere. Dies nennt man, dass ich dieses Problem, dieses Hindernis überwunden habe und bin in diesem jetzigen Augenblick eine Verschmelzung erreicht habe. Latin 5. Shalom Rab. Rab, ¿qué pasa si Shalom Rab. Los descensos o los disturbios desaparecen de un momento a otro? ¿Acaso tengo que pedir al Creador poderlo volver a Rab, was passiert mit den Abstiegen oder Hindernissen, die jeden Augenblick auftauchen? Muss ich wiederum aufs Neue das vom Schöpfer bitten, damit ich sie fühle? Ja, richtig. Ich muss den Schöpfer darum bitten, diese Hindernisse zu fühlen, um sie zu überwinden. Aber wenn ich im Zehner bin, dann strebe ich dazu, die Hindernisse sind bereits für mich bereit und ich fühle bereits, wo ich noch zu dieser Korrektur hinzufügen kann. Betrachtet die junge Gruppe. Also bezüglich der Widersprüche, gibt es am Ende eine Auflösung oder bleibt man immer mit Widersprüchen stehen? Widersprüche, Probleme, Hindernisse, all diese Dinge, sie kommen bis zum Ende der Korrektur. Wie willst du sonst dich erheben auf die Höhe des Endes der Korrektur, wenn du keine Störung vor dir hast, in verschiedenen Formen und Arten? Schüler, also sie kommen, um die Verbindung zwischen uns zu stärken? Er sagt, ja, genau, natürlich. Was sind denn Störungen? Das, was den Schöpfer und mich trennt, diese Entfernung. Was ist diese Entfernung? Diese Störung, bis ich so werde wie der Schöpfer. Ist die Offenbarung der Mängel, die ich korrigieren muss. Und dann komme ich ihm näher, jedem Einzelnen. Ich kann es nicht tun, als sie. Und so.
wenn ich diese missachte, dann missachte ich die Möglichkeit, den Schöpfer näher zu kommen. Hallo Rav, hallo Welt Kli. For the disturbances in order to extend the greatness of the Creator by overcoming. Und wenn ich werde ich dann Zeuge des Schöpfers, indem ich das überwinde. Und Rav sagt, wir sollen nicht nach Störungen suchen, wir sollen Störungen für uns, wie wir uns mehr und mehr verbinden können, und dann werden die Störungen verschwinden. Die Störung zwischen uns, genau, durch den Schöpfer, denn das sind die, das, der Schöpfer in Störung im Zentrum unserer Verbindung. Was bedeutet es, sich anzuhaften an den Zehner? Ist es nur eine Absicht im Gedanken? Oder die präzisierende Handlungen gemeinsamen, also dass wir fühlen, dass wir alles gemeinsam tun. Das ist nur ein Gedanke, der uns verbindet. Das bedeutet, ich fühle keinen Unterschied zwischen mir und meinen Freunden. Wir sind ein Verlangen, so sehr. In einem Verlangen aufzuhören, nur einander zu fühlen und alle gemeinsam als eine Sache. So wie wenn du etwas in die Suppe rührst, du fügst was hinzu und du rührst es, du kochst es, bis es tatsächlich sich auflöst, bis es verschwindet, sich auflöst in der allgemeinen Suppe. Und auf solche Weise ist es sicherstellen, dass wir gezählt haben, dass alle verschwinden, dass niemand gibt, nur ein Verlangen, ein Gedanke, ein Schöpfer und alles vermischt in solchem Ausmaß, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dir und dem Schöpfer, zwischen jedem Einzelnen von euch, jeder von ihm, dem Schöpfer. Alles wird wie eine Mixtur sein. So musst du das sehen. Als Ziel, okay? Haifa 3. Ich wollte fragen, diese erstaunliche Form von Bekut der Anhaftung und Schöpfer, kann uns das auch helfen in der allgemeinen Gesellschaft? Denn in jeder Stunde können wir das sehen, wir bleiben und die Unterschiede sehen zwischen ihnen und wo wir sein sollten. Was sagt, du kannst es so versuchen, ja. Asien? Guten Morgen. Im Zustand über dem Verstand, über der Vernunft. Kommen ebenfalls Schwierigkeiten oder nur, wenn wir hier auf Erdboden befinden? Im Zustand über dem Verstand, offensichtlich kommen die Schwierigkeiten, als präzise man über den Verstand. Jetzt ist auf jeder Stufe, du kommst auf eine Stufe, dann über den Verstand, aber dann hast du Wurzel 1, 2, 3, 4 Stufen von Abiyut, wo du dich darin stabilisieren muss. Also hast du dort diese Arbeit ebenfalls. Schüler bedankt sich. Bitte 23. Raf, was können wir tun, wenn der Schöpfer einen Freund wegnimmt und du kannst nicht zustimmen, was passiert? Was sagt, was immer passiert? Ich weiß nicht genau, worüber du sprichst, aber wenn du fühlst, dass ein Freund verschwand, vielleicht du sagst,
Wende dich an den Schöpfer, warum wendest dich an mich? Also warum, wozu hast du ein Zehner? Fordere vom Schöpfer, dass der Freund zurückkommt. Aber er kann nicht, er wird wahrscheinlich nicht zurückkommen. 99%, dass er nichts zurückkommen wird. Und ich weiß nicht, du hast eine einfache Adresse. Jeder Zehner hat eine Adresse, Schöpfer. Alles ihm, an ihn, Schüler. Was können wir tun, wenn wir das nicht rechtfertigen? Es ist unmöglich, rechtfertigen. Und er sagt, was? Was kannst du nicht? Schüler, was können wir tun, wenn es unmöglich rechtfertigen? Du in ihnen fühlst, du kannst nicht. Er sagt, hast du zum ganzen Zehner gesprochen? Ja, wir haben gesprochen. Er sagt, okay, das ist deine Meinung. Es kann nicht sein, dass ihr verbunden seid und verbunden seid und ihr könnt nicht rechtfertigen. Also im Mangel der Rechtfertigung müsst ihr sehen, dass der Schöpfer dieses Hindernis vor euch gestellt hat. Und dieses Problem extra schaffen hat, damit ihr es lösen könnt. BT 19. Shalom, hallo Rav. Vergeben Sie mir die Frage, aber es ist immer noch nicht klar. Ich habe eine Störung, eine Beschwerde, einen echten Absturz, etwas wirklich Schönes, wie man sagt. Von diesem Zustand an habe ich da einen, ich habe einen Zehner. Was soll ich jetzt, wie soll ich jetzt mit zum Zehner kommen? Was soll ich alles vor ihm ausbreiten? Wie, mit was soll ich kommen zum Zehner? Er sagt, du hast einen Zehner. Was heißt, du hast einen Zehner? Hast du jemand, gegenüber dem du dich annullieren kannst? Ja, sagt der Schüler. Also nehmen wir an, du hast einen Wagen oder einen Zug oder eine Art ein Transportmittel, das dich zu Gmartikun trägt. Alles, was du tun musst, ist, dich reinzusetzen, reinzugehen, einzusteigen und dich dort festzuhalten. Dafür musst du dich an sie festhalten, so sehr du das überhaupt nur kannst. Mach ein Baby, ein Kind aus dir, einfach ein Null, Null Aviot und nur anwesend sein unter ihnen. Dann nehmen sie dich nach vorne, wo du ständig sicherstellen musst, dass du in Null Aviot bist, Null Grobheit. Ich habe nichts, ich will nichts, ich will nur mit ihnen zusammen sein, neben ihnen wie ein Kind in der kleinen Babykrippe. Nicht mehr als das. Versuch das, mach es so und du wirst sehen, wie sehr sie dich nach vorne bringen und dich übernehmen von einem Zustand zum anderen. Wenn du einen Zehner hast, dann musst du ihn einfach nur benutzen. Wir haben kein anderes Gefäß, das sind die Zehnsphirot. Es ist ein vollständiges Glied. Wenn du dich einschließt darin, dann bringen sie dich nach vorne. All unsere Arbeit besteht in der Annullierung. Alles übrig ist die Arbeit des Schöpfers. Nutveria. Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Freunde. Das Erheben über die Störung ist das wie. Ich habe nicht verstanden. Also, wenn Sturm kommt und man sich darüber hebt, sagt, es kann auch ein Beispiel sein. Es gibt viele Beispiele und sie haben alle ihren ihre Berechtigung. Okay. Moshe, was als nächstes? Also wir können weitermachen, Auszug 52. Okay, also Shamati 83 bezüglich des rechten Waff und des linken Waff. Punkt 52. Das bedeutet, in jedem Zustand, in dem man sich befindet, kann man der Diener des Schöpfers sein, da man nichts benötigt, sondern alles über dem Verstand macht. Stellt sich heraus, dass man kein Mochin benötigt, mit dem man Diener des Schöpfers sein kann. Nun können wir interpretieren, was geschrieben steht. Decke den Tisch vor mir auf gegen meine Feinde. Tisch bedeutet
wie geschrieben steht, und er schicke sie aus seinem Haus und sie verlasse sein Haus und gehe. Ein Schulchan-Tisch ist wie Veshalcha und schickt sie fort. Gemeint ist, austritt aus der Arbeit. Wir sollen interpretieren, dass man selbst während des Verlassens der spirituellen Arbeit, gemeint ist ein Zustand des Abstiegs, immer noch einen Ort zum Arbeiten gibt. Das bedeutet, wenn man sich während des Abstiegs über den Verstand durchsetzt und sagt, dass auch die Abstiege eben von oben gegeben wurden, dadurch die Feinde ausgelöscht werden. Das ist so, weil die Feinde dachten, dass der Mensch durch die Abstiege völlige Niedrigkeit erreichen würde und vor dem Feldzug flüchten würde. Am Ende geschah das Gegenteil. Die Feinde wurden ausgelöscht. Ist die Bedeutung von dem, was geschrieben steht, der Tisch, der vor dem Herrn steht, sodass er genau auf diese Weise das Gesicht des Angesichts empfängt. Und ist die Bedeutung von der Überwältigung aller Urteile, selbst die größten, die härtesten Urteile. Denn er nimmt das Joch des himmlischen Königreichs zu allen Zeiten an. Das heißt, er findet immer einen Ort für die Arbeit, wie geschrieben steht, dass Rabbi Shimon Bar Yochai sagte, es gibt keinen Ort, an dem man sich vor dir verstecken kann. Das heißt, in jeglichem Zustand können wir etwas finden zur Überwindung und mitzunehmen uns und wieder einen kleinen Schritt in Richtung des Schöpfers, zur Verbindung mit dem Schöpfer vorankommen kann. Hat das wirklich ja? Moshe, du musst es nochmal lesen, bitte. Ja, wir lesen aus Nummer 52 nochmal. Das bedeutet, in jedem Zustand, in dem man sich befindet, kann man ein Diener des Schöpfers sein, da man nichts benötigt, als nur über der Vernunft zu tun. Und so stellt sich heraus, dass man kein Mochin, keinen besonderen Verstand braucht, um ein Diener des Schöpfers zu sein. Nun können wir auch interpretieren, was geschrieben steht. Decke den Tisch vor mir gegen meine Feinde. Tisch bedeutet, und er schickte sie aus seinem Haus. Und sie verlassen sein Haus und gehen. Denn Shulchan, Tisch, ist wie Veshalcha, und er schickte sie fort. Gemeint ist der Austritt aus der Arbeit. Wir sollen interpretieren, dass man selbst während des Verlassens der speziellen Arbeit, gemeint im Zustand des Abstiegs, immer noch den Ort der Arbeit hat. Das bedeutet, wenn jemand sich während des Abstiegs über den Verstand erhebt und sagt, dass auch die Abstiege ihm von oben gegeben wurden, dadurch die Feinde ausgetilgt werden. Es ist so, weil die Feinde dachten, dass der Mensch durch die Abstiege zur völligen Niedrigkeit kommt und vor dem Feldzug flüchten wird. Aber am Ende geschah das Gegenteil. Die Feinde wurden vernichtet. Das ist die Bedeutung von dem, was geschrieben steht, der Tisch, der vor dem Herrn steht, sodass genau auf diese Weise das Angesicht des Schöpfers erlangt. Und dies Bedeutung der Überwältigung aller Urteile, selbst die größten Urteile oder Beurteilung, die der Mensch ausführt. Denn er nimmt das Joch des himmlischen Königreichs zu allen Zeiten auf sich. Das heißt, er findet immer einen Ort für die Arbeit, wie geschrieben steht, dass Rabbi Shimon Bar Yochai sagte, es gibt keinen Ort, an dem ich mich vor dir verstecken könnte. Das heißt, in jedem Zustand, jeglichem Zustand, können wir die Mittel finden, voranzukommen. Wie uns auch Leid fügen, sie sind vom Schöpfer gegeben, sodass wir sie umkehren können in Mittel des Fortschritts. Es gibt keinen Moment, keinen einzigen Moment, wo wir kein Mittel finden könnten zum Fortschritt, entweder individuell oder durch die Gruppe. Durch die Gruppe ist natürlich das Beste, die beste Weise, korrekt
direkteste Weise. Auf solche Weise werden wir vorangezogen. Rehovot. Lieber Rav, was ist dieses Mochin, wo er hier sagt, man braucht kein Mochin, über dem Verstand zu sein? Fragt, was nochmal? Ja, im Artikel des Beginn dieses Auszugs ist, man braucht keinen Mochin. Wo ist das? Rav sagt, wo liest du das? Rav sagt, ja, also Admoni hat das da gelesen. Ja, Moshe sagt, also stellt sich raus, dass man keinerlei Mochin benötigt, mit denen man Diener des Schöpfers sein kann. Rav sagt, okay, sagen wir mal Kraft. Also braucht es nicht. Um ein Diener des Schöpfers zu sein, er muss nur fragen, nur bitten, fordern. Denn er bekommt alle möglichen Störungen. Und diese Störungen, die kommen zu uns. Wir verstehen das nicht. Es ist der ganze, komplette Weg. Uns fehlt nur die richtige Einstellung gegenüber. Dann kehren wir diese Störung um, das Gegenteil. Denn dank dieser Störung können wir die Annäherung an den Schöpfer erlangen. Moskau. Доброе утро, Раф. У меня такой вопрос. Можно ли сказать, что падение дает? Guten Morgen, Raf. Folgende Frage. Können wir sagen, dass der Abstieg gegeben ist, um entweder kurz zu arbeiten, der Aufstieg, um im Dienen zu arbeiten. Rav sagt, ja, so können wir das sagen, obwohl es viele Dinge hier drin gibt. Okay, wir haben nur noch eine Sache, Beersheba, und dann können wir vorankommen. Guten Morgen, Rav, guten Morgen, Weltzehner. Ich wollte fragen über das Auszug, das Moshe gerade gelesen hat. Beschreibt diesen Zustand eines Embryos herauszukommen für Jenikas und ist die Phasen der Arbeit? Und Rav sagt, ich weiß nicht, ich will auch nicht darüber sprechen, denn das steht auch nicht geschrieben. Und ich möchte, dass ihr versteht, was hier geschrieben steht. Also sei nicht so weise, das ist nicht gut. Moritz fragt, ist es vollkommene Annullierung? Rav sagt, kein Embryo, keine Annullierung, kein Nichts, annullier dich nur vor dem, was hier geschrieben steht und hilf nur den anderen, um diesen Ausdruck besser zu verstehen. Das ist alles. Chaver-Gruppe. Guten Morgen, Rav. Ich wollte Sie fragen, wenn ich im Abstieg bin, wie kann ich dann diese Arbeit über den Verstand überwinden? Sagt speziell, ganz besonders im Abstieg, haben wir die Möglichkeit, das zu überwinden, was uns gegeben wird, im Glaube über der Vernunft. Und was hast du denn in diesem Abstieg? Du hast keinen Verstand, warum du absteigst. Also es ist wunderbar, es ist einfach, über den Verstand zu gehen. Ich habe keine Meinung, ich verstehe nichts, ich habe hier gar nichts. Was muss ich tun? Ich muss nur arbeiten wie ein Papagei, mechanisch. So wie es geschrieben steht, sie haben Augen und sehen nichts, sie haben Ohren und hören nicht. Und ich bin bereit, so zu arbeiten, einfach so. Und dann mache ich das. Und es ist mir egal, was ich jetzt bekomme und was ich fühle. Und es ist mir egal, was ich bekommen werde und fühle. Ich will nur diese Handlung ausführen. Das war's. Wie das helfen wird, besonders im Zustand, wo du fühlst, dass du nichts tun kannst, weil du nichts hast. Du hast dann die Gelegenheit, solch eine Handlung auszuführen. Moskau 1. Rafa, то, что вы сейчас объяснили, вот к это какой точке человек это делает, если не разума? Это получается, по сути, это только привычка вот таким образом выходить с уровня разума. Rafa, was Sie gerade erklärt haben, welchen Punkt macht der Mensch das? Wenn es nicht vom Punkt des Verstandes ist, nur eine Gewohnheit oder was ist das? Vom Verstand über den Verstand überzugehen? Und Rafa sagt, das ist keine Gewohnheit, obwohl Gewohnheit so zwei Natur wird, aber das Wichtige ist die Anstrengung, die ich ausführe, unternehme, besonders gegenüber den Freunden. Wir müssen verstehen, die Freunde sind wie ein
eine Lage aller meiner Kräfte. Ich gebe ihm ganze Anstrengungen, ich gebe das über an sie. Was bedeutet das? Denn das ist das allgemeine Kli und ich persönlich kann fallen, um das allgemeine Gefäß wieder mich an sie zu richten und mich und investieren in sie. Du hast wahrscheinlich Ameisen gesehen, wie sie arbeiten, ja? Du siehst, wie jede Ameise bringt was in ihr allgemeines Nest. Und der bringt und der andere, alle bringen was da rein. Das ist, was wir tun müssen. Deswegen, in unserem allgemeinen Glied, Gefäß, häufen wir all unsere Anstrengungen an im Zehner. Und diesen Zehner, durch unsere Anstrengungen, die wir nicht kennen, wie jeder die Anstrengung unternimmt, auswählt, aber das höhere Licht, wenn man am Zehner arbeitet, das höhere Licht organisiert unsere Anstrengungen, unsere Bemühungen, so werden wir dieses Zuhause für alle Ameisen und organisiert sie auf richtige Weise als Glied, als Zehnerot, als ein paar Zuf. Das müssen wir verstehen. Und aus diesem Grunde, wenn wir bringen, unsere Anstrengung zur Gesellschaft bringen, dann haben wir jemanden, an den wir uns wenden und wie wir Kräfte von dort bekommen und wieder arbeiten. So passiert es. So funktioniert das. Das ist die Arbeit der Ameisen. Türkei 3. Translate. Warte, Übersetzung. Ira, hi friends. Hallo Raf, liebe Freunde. Ich will fragen, was sind die Feinde in diesem Shamati-Artikel? Das ist seine Frage. Repeat, please. Raf sagt, wiederholt bitte nochmal. Janis fragt, was sind diese Feinde, die in diesem Artikel genannt sind? Raf sagt, oh, das sind viele Feinde, viele Leute, die viele Störungen, deswegen schreibt er hier, organisiere einen Tisch gegen meine Feinde. Er bietet den Schöpfer, gib mir gegen meine Feinde, meine Hasser einen Tisch aufzustellen. Er bittet den Schöpfer, bitte stell den Tisch auf vor mich. Für mich, ein Tisch vor mich gegen meine Feinde, für das Öl in meinem Kopf und Gnade wird mir folgen allen Tag und ich werde zurückgehen zum Haus des Schöpfers. Zum Haus des Schöpfers und ich werde dienen alle meine Tage. Das ist das Zitat von König David, das und dem Psalmen, das komplette Zitat. Wie können wir verbinden die Annullierung? Und nochmal bitte die Frage zu wiederholen. Wie können wir Annullierung und die Erweckung im Zehner verbinden? Er sagt, wie können wir verbinden, indem wir uns annullieren? Also wie können wir alle Arbeit im Zehner kombinieren? Das sind dieselben Ameisen. Jeder, der wir kann, hinzufügt. Aber am Ende bauen sie ihr großes Zuhause.
Und so organisiert der Schöpfer es. Wir wissen nicht, wie das funktioniert, aber wir wissen, und nur jeder Einzige sich annullieren zur Arbeit gegenüber dem Zehner und dem Zehner seine Annullierung bringen. Nachdem wir uns verbinden in der Annullierung zueinander, dann bringen wir nicht nur Annullierung, auch Größe des Schöpfers. Jeder in seiner Weise. Und so können wir das Geben, um zu geben, erlangen und dann empfangen, um zu geben. За годы изучения мы научились играть и скрывать все помехи, которые там бывают. Seit Jahren lernen wir, wie wir alle Störungen verhüllen und handeln, als seien sie nicht da. Es ist sehr schwierig, einen Freund zu sehen, der sich in solch einem Zustand befindet. Schwierig, denn er verhüllt das, bis es dann zu spät wird. Wie können wir das sehen, dass ein bestimmter Freund oder Zehner diese Störung hat? Denn der stolze Mensch erlaubt ihm nicht, darüber zu sprechen. Und auch vielleicht handeln wir, dass es alles ist in Ordnung und jetzt bitte, ich bin in guter Laune im Treffen. Er sagt, natürlich, so ist so passiert das, aber wir müssen ständig einander zeigen, Übungen zeigen, Beispiele geben der Annullierung, der Annullierung. Ich zeige jedem, wie ich mich annulliere gegenüber der Gesellschaft, der Gruppe mehr und mehr, um dadurch Beispiel anderen zu geben. Das ist, bis wir Spiritualität eindringen. Wenn wir eindringen, dann machen wir andere Übungen, wo wir allen zeigen, wie jeder stolz ist und die verbindende Gruppe missachtet. Warum? Um den Freunden die Möglichkeit zu geben, das zu überwinden, was er sieht, und den Freund rechtfertigen. Verstehst du? Ist klar? Tel Aviv 1. Tel Aviv 1. Warum kommen wir nur ran durch Leiden und Schläge? Wie sonst kannst du korrigieren, als nur durch diese Störung des Egos? Das sind genau diese Teile, die Korrektur durchlaufen müssen. So erscheinen sie in dir. Wie schön. Kann ich noch eine Frage stellen, Raf? Ja. Also was sollen wir tun, wenn wir in der Verbreitung, wenn wir das eine Geringschätzung fühlen? Raf sagt, das ist ein großes Problem, denn wir verstehen nicht, wie wir auch vorankommen können, wenn wir nicht verbreiten. Denn der Schöpfer, er will nicht unsere Korrektur, er will, dass das allgemeine Kli korrigiert wird, das allgemeine große Kli. Deswegen können wir uns nicht um uns selbst kümmern, das ist ein großes Ego, das uns stoppen wird, sondern nur, wenn wir besorgt sind, dass alle Erdenbewohner, also sehr freuen kann an allen, sehr mit ihnen arbeiten kann. Dadurch erfüllen wir sein Verlangen. Ansonsten werden wir nicht. Also all unser Fortschritt ist nur uns in der Beschäftigung mit vorbei. Ein Mensch, der nicht verbreitet, er arbeitet sich egoistisch und lässt ihn weitermachen, aber er wird nicht vorankommen. Er wird sich nicht entwickeln, aber das ist ja seine Angelegenheit. Mit diesen Leuten arbeite ich normalerweise nicht.
wie sehr ich bereit bin zu investieren, und der Schöpfer möchte alle. Die letzte Generation, in der wir uns befinden, ist, dass jeder Mensch, dass jeder zurückkehrt zum Schöpfer. Kabyu 2. Hello, Rav. Thank you for letting us ask. I wanted to ask you. Vielen Dank, Rav. Die Möglichkeit. Ich möchte mich erheben über meine Abstehendes. Das ist die Bedeutung der größten, der härtesten Urteile, denn er nimmt das Joch des himmlischen Königreichs zu allen auf sich. Meine Frage ist die, was bedeutet es, das Joch des himmlischen Königreichs zu allen Zeiten anzunehmen? Was ist das? Sagt, also anzunehmen, das Joch des himmlischen Königreichs bedeutet, dass ich Kontrolle des Schöpfers nehme, in jedem einen Zustand, selbst wenn ich ihn nicht fühle. Nehme an, okay, jetzt ist nichts, wir sind auf einer ganz, ganz kleinen Schule. Nehme an, ich bin bereits auf schon einer hohen Stufe in der Mitte der Welt, in der Mitte der Leiter. Und jetzt kommt eine neue Stufe. Diese neue Stufe beginnt von Dunkelheit. So, das heißt, es wird Abend und Morgen ein Tag. Und dann fühle ich Dunkelheit, vollkommene Dunkelheit. Etwas, was ich nicht verdauen kann, außer zuzustimmen. Und dann kann ich beginnen daran zu arbeiten. Deswegen müssen wir uns daran gewöhnen, in der Dunkelheit zu arbeiten. Dunkelheit ist nur gegenüber meinen Gefäßen des Empfangs. Und wenn ich nicht arbeite mit diesen Empfangsgefäßen, dann verschwindet die Dunkelheit. Ich fühle sie nicht. Obwohl es beginnt zu scheinen als Chassadim, als Gnade. Und so kommen wir voran. Freunde, wir müssen übergehen zur Vorwart, wenigstens eine halbe Stunde. Deswegen, ihr besprecht das zwischen euch, diese Fragen. Das ist ein schöner Ausdruck, den wir gerade gelesen haben. Also, es gibt eine Menge noch dazu zu tun, aber wir müssen übergehen zur Einführung in die Weisheit der Kabbalah. Okay, lass uns übergehen zur Einführung der Weisheit der Kabbalah. Aber zuerst singen wir ein Lied. המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם כי we are you should come along with one voice we can spread this song bring down the walls you know it won't be long when we're together we cannot be wrong Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come. Puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad.
שלום, אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 166, את הפתיחה לחוכמה. Hallo, also wir lesen aus der Einführung die Weisheit der Kabbala. Wir setzen fort in Punkt 19. Fragen gestellt werden auf unserer Website und relevante Fragen werden während des Studiums erörtert. Also Punkt 19. Wie wir oben schon sagten, gelten die ersten drei Bechinot, Gimel Bechinot, nicht als ein Gli, sondern nur Bechinat Dalet ist ein wahres Gli. Da diese ersten drei Bechinot die Ursachen und Voraussetzungen sind, die Phasen, die der Schöpfung von Bechinat Dalet und ihrer Vollendung vorangehen, übernahm Bechinat Dalet deren Eigenschaften und vervollständigte ihre eigene Entwicklung. Diese Gimel Bechinot waren sozusagen darin eingeprägt und schufen innerhalb von Bechinat Dalet ihre eigenen vier Stufen, je nach dem Ausmaß verlangt zu empfangen. Erstens, alles beginnt mit Bechinat Aleph, das geringste Maß der Eigenschaft zu empfangen. Zweitens, Bechinat Bet, die merklich größer mit mehr Abiot als Bechinat Aleph ist, das heißt ein größeres Maß der Eigenschaft zu empfangen hat. Drittens, Bechinat Gimel hat ihre Eigenschaft empfangen, Avyut, die noch gröber als die von Bechinat Bet ist. Und viertens, schließlich entwickelt sich Bechinat Dalet, die die dickste Avyut unter allen enthält. Das entspricht der perfekten Eigenschaft zu empfangen, welche die höchste vollkommene Stufe erreicht. Fünftens, es muss auch unterschieden werden. Dass die Wurzel der vier Bechinot Keter, welche die reinste von allen ist, ebenfalls im Bechinat Dalet enthalten ist. Also haben wir alle fünf Unterscheidungen des Verlangens und Fangen genannt, die in Bechinat Dalet eingeschlossen sind. Sie werden auch durch die Namen der zehn Sefirot Kachabtum benannt, die in Bechinat Dalet eingeschlossen sind. Denn Dalet, vier Bechinot sind Chubtum und die Wurzel wird Keter genannt. Okay, lass uns mal ein bisschen Ordnung reinbringen in die Sache. Wir haben Or, Licht, das sich ausbreitet von oben nach abwärts. Dieses Licht ist im vollkommenen Geben und es erschafft Bechinat Ephes, also Wurzel, die Wurzel Nullphase, erste Klärung. Danach erschuf dieses Licht ein Verlangen. Dieses Licht erschafft ein Verlangen. Das nennen wir Bechinat Aleph, die erste Phase. Und es erfüllt dieses Verlangen. Und dieses Verlangen, dieses kommt vom Licht und sie nimmt die Eigenschaft des Lichts an und so wird es Bechinat Bet, die zweite Klärung, zweite Unterscheidung, die geben möchte, geben so wie das Licht gibt. Deswegen das Bechinat Bet ist das Gegenteil der ersten Phase Bechinat Aleph. Und dann später, wenn es wie der Schöpfer sein möchte, wie kann es dann? Es gebärt, also aus sich heraus gebärt es ein Verlangen empfangen, dass das Licht empfängt. Also Bechinat Gimel, die dritte Klärung, dritte Phase. Bechinat Gimel gibt es ein Verlangen zu geben von Bechinat Bet, der zweiten Phase, der vorhergehenden Phase. Und so ist es auch bereit, ein bisschen zu empfangen, so sehr es kann. Dann kommt Bechinat Dalet, die vierte Phase. Das ist ein sehr großes, starkes Verlangen zu empfangen hat und möchte alles Licht empfangen, das vom Schöpfer kommt, in sich.
möchtest empfangen. Und das sind die vier Zasen, vier Prinot des direkten Lichtes. Warum direktes Licht? Weil das Licht, wie es von oben kommt, so kommt es direkt. Wenn das passiert und Prinot Dalet möchte nur empfangen, alles Licht, was es tut, es schränkt sich ein. Es will überhaupt nichts mehr empfangen. Dann wird es gelehrt vom Licht. Und lass uns also die Ordnung fortsetzen, die Reihenfolge fortsetzen. Prina Dalet führt also eine Einschränkung aus, Zimtzum. Es stößt alles Licht heraus. Es leert sich des Lichtes. Einschränkung. Und dann denkt es, was kann ich tun? Ich möchte doch sein wie der Schöpfer, denn das Licht hat mich erfüllt. Das Licht gab mir diese Verlangen. Ich möchte geben, ich möchte sein wie der Schöpfer. Wie kann ich das machen? Also erste Sache, ich werde mich einschränken, denn ich bin nicht wie der Schöpfer. Ich schiebe das Licht weg. Ich bin doch das Verlangensempfangen. Aber wenn ich das Licht zurückweise, zurückstoße, dann macht mich das ein bisschen dem Schöpfer ähnlicher. Und nach dieser Einschränkung, was ich tun werde, ich beginne zu empfangen. Ich beginne das Licht zu empfangen, jedoch es wird mit der Absicht sein, der Ausrichtung des Gebens. Das bedeutet, dass so sehr Licht zu mir kommt, ich werde die Berechnung machen, wie viel davon kann ich empfangen, um zu geben für den Gastgeber. Das heißt, ich habe eine sehr besondere Berechnung her. Wie viel kann ich empfangen? Also entsprechend dem Maße, wie ich geben kann. Das nennt man ein spirituelles Kli, spirituelles Gefäß. Es weiß, wie man empfängt, um zu geben. Und all die unterschiedlichen Formen dieses Glis im Empfang, um zu geben, wir können sie in der höheren Welt sehen. Das bedeutet, wie ein spirituelles Gefäß funktioniert. Es gibt nichts anderes als das. Bis es einen Zustand erlangt, wo es nichts empfangen kann, es kann nichts empfangen und dann bleibt es leer. Was später passiert dann, es wird zerbrochen in Teilen, durchläuft einen Korrekturprozess, es wird korrigiert durch die Gruppe, durch die Verbindung. Hier gibt es den Zerbruch, wird zerbrochen, dann wird er wieder zusammengefügt und von dem Zusammenfügen der Korrektur kommt es zurück zum Zustand von Endsoft, zum Schöpfer. Das ist der Prozess. Darin besteht der ganze Prozess jetzt. Was haben wir gelesen? Punkt 19, richtig? Ja, Punkt 19. Okay, ich lese nochmal. Erstmal über diese Zeichnung, außer den letzten Teil. Außer diesem letzten Teil hier, ja? Außerdem. Gibt es irgendwelche Fragen hierzu? Bitte 17. Also wenn das Kli, wenn es Nummer 1 empfangen, warum Nummer 2 im Bett, warum kann es direkt zu Dalet? Dalet übergehen, warum ist Gimel da? Man sagt, es muss beides verbinden, beide Zustände verbinden. Was hat es in dieser dritten Phase?
Was hat es in der zweiten Phase? In der zweiten Phase, Bet, möchte es geben, vollkommen geben. Aber was kann es denn geben, wenn er es nicht empfängt? Also der Gastgeber möchte, dass er empfängt, der Gast. Also für diese Handlung, also dass er empfängt, um zu geben. Aber sein Kli, sein Gefäß, teilt sich ein in zwei. Ein Teil davon ist von dieser ersten Phase und der andere Teil von der zweiten Phase. Und so entsteht die dritte Phase und teilt sich diese dritte Phase ein. Sie kann nicht empfangen, um zu geben, 100%. Deswegen heißt es sehr anpin, das heißt kleines Gesicht. Nur wenn es alle Handlungen durchläuft, kann es einen Zustand erlangen, wo es diese vierte Phase hat. Wenn es voll, das Vollkommene vollständig verlangt zu empfangen, ist über alles Licht, das existiert in der Wurzelphase. Dann ist die vierte Phase so, dass sie alles Licht empfangen kann, das zu ihm kommt von Insoft und auch dann umzugeben. Dann gibt es Empfangen und die Absicht, alles existiert in Prina Dalet. Aber erst nachdem es alle möglichen Korrekturen durchläuft. Wen hatten wir noch da? Würdest du gern fortsetzen, ja. Also, es ist immer noch nicht klar, was klärt das Kli in Prina Gimel? Was ist das Wesentliche, was es anders macht als in allen anderen Phasen? Also Prina Gimel sieht, dass es nicht alles ausführt, was passieren sollte. Es empfängt, um zu geben. Das ist hauptsächlich das Licht von Chassadim. Es erreicht nicht das Licht von Chochmah, nicht genug Aviut, nicht genug Grobheit, Aviut. Also führt es seine Rolle nicht komplett aus. Kann es nicht, Schüler. Also es überprüft das Chochmah und Chassadim. Er sagt, also, mein Herr, ich kann jetzt nicht tiefer eindringen darin, warte. Du kannst nicht die ganze Unterricht auf dich nehmen. Ich verstehe dich, aber das war's. Also, übertreib nicht. Bitte 19. Zwicker fragt. Also, obwohl wir diese zwei Prinat, auch ist noch kein Gli, hast du ein Prinat, was ist so besonders daran? Prinat Dalet ist das wahre Gli, um das höhere Licht zu erlangen. Es hat Genuss davon, entsprechend der Tatsache, das höhere Licht es erfüllt. Das heißt, es entdeckt, dass dazwischen, in dem es diesen Genuss empfängt, dass es den möglichsten Genuss erhält. Und es entdeckt dadurch auch, dass es ein großes Gefühl der Scham gibt, welches gegensätzlich ist zum Schöpfer. Wir nennen dieses gegensätzliche Gefühl Scham. Und wir können, es kann es kaum aushalten. Also 1, 2, 3, 4 ist keine Einheit. Also warum trennen wir diese? Nein, es ist keine Einheit, sagt Raf. Das sind Phasen der Entwicklung des Klis, bis es Prinat Dalet wird. Und es ist ein vollständiges Kli. Und zuvor möchte es nur verschiedene Dinge empfangen. Es kann geben und hier führt es diesen Vergleich aus zwischen dem Empfangen und dem Geben. Und es entscheidet auf einmal, dass es empfangen möchte. Und das ist hier nur zu empfangen. Das ist warum Prinat Dalet die Endkorrektur ist, dieses Kli, diese Korrektur. Das heißt, es möchte nur empfangen. In Zwicker, gibt es eine Absicht in Prinat Dalet, Genuss zu haben, um empfangen, um Genuss zu haben, sagt Raf. Ist dies alles? Es gibt Absichten, es gibt in jeder Phase Absichten, aber in Prinat Dalet möchte wirklich empfangen und Genuss erhalten, denn zuvor hat es die vorhergehenden Prinot, die Phasen, die es dazu bringen. Dalet ist Gmar Tikkun. Nein, sagt Raf. Die Endkorrektur wird im Prinat Dalet sein, nachdem es sich selbst vollständig korrigiert hat. Das heißt beides, ihm alles zu empfangen und alles zu geben. Danke. Tel Aviv Nummer 1.
Rav, die vier Phasen, das sind sie des Formen des Gebens oder des Empfangens, Rav? Diese vier Formen sind weder Formen des Empfangens, um zu geben, das sind die vier Phasen, es sind Klärungen und das ist alles. Später lernen wir, was aus ihnen entsteht, aber es ist immer noch das höhere Licht, das die Arbeit vorbereitet in den Verlangen, dass er Existenz von dieser Abwesenheit erschaffen hat. Also es gibt ja diesen Punkt, in Phase 0, in der Wurzel, das ist das zukünftige Wesen und das höhere Licht bildet von dieser Prena, von diesem Punkt, bildet es das Kli, das Verlangen zu empfangen. Und es füllt es. Und durch das höhere Licht wird dieses Kli das Verlangen zu geben. Und dann in diesem Verlangen zu geben, fühlt es eine neue Füllung im höheren Licht. Wir nennen es das Licht von Chassadim. Santiago. Una pregunta. Eine Frage. Wenn es nicht Handlungen sind des Empfangens oder des Gebens, was entscheidet die Richtung des Pfeiles? Ja, der Pfeil ist das Verlangen des Klis. Das Kli möchte geben im Prinabet. Das Kli möchte geben in Prinabet. Und das ist, warum der Pfeil gegensätzlich nach oben zeigt. In Prina Aleph möchte es empfangen, deshalb befindet sich der Pfeil innerhalb des Klees. Okay. Also was entscheidet die Richtung des Pfeilers? Das wird entschieden von oben. Es ist eine Entscheidung von oben. Das höhere Licht möchte geben. Also auf diese Art und Weise ist es erschaffen, es möchte empfangen und es füllt es. Und das ist entsprechend der Beziehung zwischen dem höheren Licht, wie es gibt, und dem Punkt, der Punkt des Verlangens. Von diesem Punkt des Verlangens bildet es ein großes Verlangen und füllt es mit Genuss des Lichts durch sich selbst. Von dieser Füllung mit dem Genuss vollzieht es eine Veränderung. Und das ist der Beweis für uns, dass das höhere Licht das Verlangen füllt, um zu empfangen. Und es aus diesem Verlangen zu empfangen, wird ein Verlangen zu geben. Und dann ist das höhere Licht ein Licht von Chassadim, es möchte geben. Das ist der Unterschied zwischen Aleph und Bet, der ersten und der zweiten Phase. Santiago, ist das verständlich? Okay. Lateinamerika. Hallo alle zusammen. Die Frage lautet, was ist die Berechnung, die wir durchführen müssen in diesen sechs Gefäßen, die Sie gezeichnet haben? Das ist die Frage, wie es empfangen kann, um zu geben. Das ist die Frage innerhalb dieses Klees. Wir werden noch darüber sprechen. Wir sind jetzt noch nicht so weit. Mark Nummer 2. Guten Morgen, Raf. Warum steht geschrieben, dass in Prina Bet es mehr gibt als in Prina Aleph, weil Prina Bet nur geben möchte, Herr Raf? Eine gute Frage. Ist in Prina Bet ein größeres Verlangen zu empfangen im Vergleich zu Prina Aleph? Es fühlt, dass es geben möchte. Prina Aleph fühlt nichts. Prina Aleph fühlt, was das höhere Licht erschaffen hat.
und was es erschaffen hat. Auf diese Art und Weise ist es erschaffen. Das heißt, Prina Aleph ist wie ein Baby, das geboren wurde. Es befindet sich nichts darin durch sich selbst. Prina Bet ist bereits die Antwort. Es hat etwas von sich selbst. Afrika. Yeah, thank you, Raf. Danke, Raf. Raf, Sie haben eine sehr wunderbare Erklärung gegeben mit diesen Ameisen, mit diesen Arbeiten, die die Ameisen verrichten. Ist es ein Beispiel, wie man dies darstellen kann in dem Diagramm, wie man zu Prina Dalet gelangt? Bitte. Raf, nein. Nein. Nein, es gibt nicht solch eine Sache für niemanden. Und du kannst es vielleicht aufschreiben, vielleicht. Dieses Beispiel mit den Ameisen ist nur, um etwas darzustellen, um zu zeigen, auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, dass jeder entsprechend dem allgemeinen Kli arbeiten muss und zur Korrektur gelangt. Uiuiui. Oh, wie viele Fragen. Was mache ich mit euch? Was kann ich tun? Fokusgruppe. Eine Frage aus dem Internet. Warum ist nur die Handlung von Prina Bet? Welche? Fragt Raf. Warum wird nur Prina Bet dieser Zustand der Geburt genannt? Raf, das letzte Wort war was? Also, wie kommt es zur Geburt? Raf, wie kommt es zur Geburt? Weil es Geburt gibt, der Prina Gimel gibt. Es befand sich vorher noch nicht dort. Es möchte geben. Das Verlangen zu empfangen in Prina Aleph. Das Verlangen zu geben in Prina Bet. Diese beiden Verlangen kommen von oben und das Verlangen zu geben vom Schöpfer und das Verlangen zu geben vom Geschöpf von Prina Gimel, als jedes eine besondere Handlung. Es wird geboren von Prina Bet und es ist vollkommen und besonders in einer besonderen Verbindung zwischen Prina Aleph und Prina Bet. Es gibt eine besondere Verbindung zwischen ihnen. Und dies ist das Licht von Chassadim. Ich weiß nicht, wie man es nennen kann. Das ist Licht Chassadim und hier ist das Licht von Chochma. Und du hast das Licht von Chassadim in der Erleuchtung von Chochma. Das ist etwas, das es zuvor nicht gab. Das heißt, diese Prina Gimel ist eine besondere Phase. Hier gibt es den Schöpfer und das Geschöpf. Die Eigenschaften des Schöpfers und die Eigenschaften des Geschöpfes zusammen in einem Kli, in einem Verlangen. Und deshalb ist dies eine sehr besondere Phase. Später wird es werden wir es HaKadosh Baruch Hu, der heilige Name des Schöpfers. Das heißt, es ist etwas, das eine Evolution darstellt für den ganzen weiteren Prozess. Das heißt, in einem Kli gibt es zwei gegensätzliche Eigenschaften. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Florida. Yes, Rav. Ja, Rav. Wenn Prina Dalet das Verständnis ist, um das Licht zu empfangen, muss es dies empfangen mit der richtigen Absicht. Es macht diese Arbeit. Nein, sagt Raf. Hier hast du keine Absicht noch nicht. Wir haben hier noch keine Absicht. Alles, was du hast, ist eine Entscheidung im Verlangen zu empfangen, was es möchte. Denn das Licht, das
ihn gibt, auf der einen Seite das Verlangen zu empfangen, das es erweckt, auf der anderen Seite, es gibt hier zwei Kräfte, die handeln in jeder Prinot, und als Ergebnis dieser zwei Kräfte entsteht eine neue Prina. Okay. Rechovot. Werter Rav, in Prina Dalet wird beschrieben, dass es passiv ist. Wo ist diese Möglichkeit zu erkennen, diese Gegensätzlichkeit und die Scham zu fühlen, dass es nicht Genuss erhält? Rav, wir haben noch nicht über die Scham gesprochen und über den Genuss, also. Warum springst du hier so weit nach vorne? Wir haben gesagt, dass Prina Dalet empfängt, und das ist alles. Ich habe es noch nicht gezeichnet. Also, wir kommen noch dorthin. Das ist nicht das erste Mal, dass du weitergehen möchtest, aber es ist gut, dass du fragst. Es ist aber schlecht, dass du nicht mit uns zusammen in der gleichen Geschwindigkeit gehst. Hebräisch Nummer 10. Rav, ich möchte fragen über den Unterschied in Prina Aleph und Prina Dalet. Denn Prina Aleph möchte Genuss haben. Rav, nun, wenn man dies sagen kann, okay. Frage, also was ist der Unterschied zwischen Aleph und Dalet? Außer dieser Klärung in Prina Dalet, also was ist der Unterschied zwischen diesen Prinot? Der Unterschied liegt darin, dass Prina Aleph siehst du diesen Pfeil? Es empfängt das Verlangen zu empfangen und diese Füllung, es erhält es von oben, welches notwendig war. Das ist, warum es nichts von sich selbst darin enthalten ist. Es wird auf diese Art und Weise geschaffen, wohingegen Prina Dalet nichts hat, das vom Schöpfer kommt, bis es durch all diese Prinot hindurchgeht. Und was Prina Dalet hat, ist, was es haben möchte. Und das ist der Unterschied zwischen Prina Aleph und Prina Dalet. Und das ist der Unterschied. Frage, wenn ich fortsetzen kann in Prina Gimel, gibt es Hasadim und Chochma? Ja, sagt Rav. Frage, in Prina Aleph haben wir nicht beides, wir haben nur Chochma, richtig? Und in Dalet nur Chochma. Danke. Ja, wir werden das noch in der Zukunft lernen. Okay. Wir werden morgen den ganzen Unterricht über die Einführung in die Weisheit der Kabbalah sprechen und wir werden tiefer einsteigen in all die Phasen. Das ganze Problem liegt darin, dass jeder dies zusammen, gemeinsam erlernen möchte. Ist das klar? Okay, wir Moskau. Nein, Moskau 1. Die Frage lautet, im Licht gibt es keine Prinot. Und wenn es das Verlangen erschaffen hat, gibt es nur einen schwarzen Punkt. Aber das Licht arbeitet an ihm. Wie in einer Welle und das Verlangen hat eine andere Antwort. Raff, nein, 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 mein Lieber, nein, 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 das ist falsch, das ist nicht, wie es funktioniert. Das Licht, das gibt das Verlangen, dadurch wird das Verlangen gebildet und es beeinflusst das Verlangen, es gibt ihm. Und dann gelangt es zur zweiten Phase. Es gibt in der zweiten Phase und dann wird die dritte Phase geboren. Also nicht, dass es fühlt durch das Verlangen. Das Verlangen wird erschaffen durch das Licht in einer schrittweisen Art. Frage, wo ist dieser Mechanismus programmiert, wo das Verlangen antworten kann, was der nächste Betrag des Lichtes ist? Wie ein Mensch, der einen Knopf drückt und es gibt eine Antwort. Wie ein Knopf an einem Computer oder sowas. Die Antwort verändert sich. Warum? Raff, es gibt das Licht, welches sich hier befindet.
das dem Verlangen gibt. Das Licht und das Verlangen sind gegensätzlich zueinander. Sagen wir, das ist Plus und das ist Minus. Und das ist, wie es erschaffen wurde. Nun, was geschieht, wenn sie einander beeinflussen? Was du erhältst, ist Prina Aleph. Wenn das Verlangen beginnt, so groß zu werden, dass es all das Licht darin empfangen möchte. Und das ist, wie es erschaffen wurde. Das ist die Natur des Verlangens. So sehr viel Licht, wie wir haben hier oben, in diesem Ausmaß hat man das Verlangen, dass das Licht eintreten kann und es füllen. Durch die Eigenschaften, durch die Kräfte, durch die Größe und alles. Nun, Frage. Ich verstehe dies alles, als das Licht erscheint. Klar, keine Veränderungen. Es scheint einfach nur, und das ist alles. Und plötzlich, wo ist das Programm, das in einer Sekunde das Licht vom Empfangen als eine neue Antwort erschafft? צריכים להכין כל החומר גם כן מה שהיה לנו קודם. אנחנו עברנו את ארבע שלבים האלו בצורה מאוד מאוד כזאת יסודית וצריכים להוציא את זה מארכיון. בסדר, מה לעשות? בינתיים הזמן שלנו הסתיים. יש לנו רק לפנות לאינפו, כן? בבקשה. כן, שלום חברים. יש לנו שני עדכונים בהפצה בעברית ובקשה אחת. אז מבחינת העדכונים, אחד, קודם כל יש לנו דף נחיתה בנושא לג בעומר שיכול בשבוע הבא. הדף הזה יעלה היום, יש בו את כל התכנים הכי רלוונטיים בנושא הזה וגם בנושא האקטואליה. אז אנחנו נפרסם אותו ותוכלו להפיץ אותו. כמובן, דבר נוסף זה נושא של הלימודי האונליין שלנו בקבלה לעם. אנחנו רוצים להזכיר שבשבוע שעבר עלה לאתר קורס לימוד עצמי בנושא המאבק על הגילוי של חוכמת הקבלה, זה קורס שמעביר אותו מיכאל סנילביץ', מומלץ מאוד. כמו כן אנחנו רוצים להזכיר שביום שני, יום שני הבא, בשעה 6, אנחנו מתחילים קורס חדש שנקרא הכנה לזוגיות, הקורס יועבר על ידי גרשון ושלי פרץ, ואנחנו מזכירים שאנחנו ממשיכים עם הקורסים שלנו בשידורים החיים, בימים שלישי, חמישי, שישי, אז אתם מוזמנים להעביר לחברים ולמתעניינים, כל הפרטים דרך אגב נמצאים באתר שלנו שנקרא u.cab.co.il, אם רואים את זה על המסך, אז תוכלו להשתמש בזה, אנחנו גם נפרסם את זה במהלך היום בוואטסאפים. ובקשה אחרונה, מצד מערך התוכן של הגולשים בשפה העברית, אז הצוות מבקש שכשאתם שולחים לבורד וורד קלי, למייל הזה את התכנים שלכם להפצה בעברית, על מנת להקל על האיתור של המיילים שלכם, אנחנו מבקשים שתכתבו בשורת הנושא של המייל את המילים תוכן גולשים. לרשום את המילים תוכן גולשים בכותרת של המייל, מאוד יעזור לנו כדי לאתר את המיילים וכדי לטפל בהם ולתת לכם מענה. אז אלה היו העדכונים שלנו בשפה העברית להיום, ומה מתוכנן לנו מבחינת הלוז. In Hebräisch gibt es für heute, was wir geplant haben.
Was wir für morgen haben, wir gehen über zu Shai. Ja, heute Morgen werden wir uns treffen um 10 Uhr Israelzeit für einen Live-Unterricht. Zuerst mit Michael Sanilevich. Von 11 bis 12 haben wir Raff mit Oren Levy. Normalerweise Nachmittagsunterricht von 1:30 und am Abend von 6 bis 7 mit Raff. Und das ist, was wir geplant haben heute. Ja. Und hallo Freunde, wir haben kurze Ankündigungen über Galaxy. Wir bitten alle Freunde, besonders wenn ihr Fragen stellt, stellt sicher, dass ihr Kopfhörer habt mit einem Mikrofon. Die Liste der empfohlenen Headsets sind in Svivatova. Wir werden heute eine weitere Ankündigung senden und wir verbessern unseren Weg, wie wir uns registrieren können, damit wir die Freunde schneller eintreten können. Und jetzt ein Lied. Seguir solo, si somos dos seguro habrá consuelo. Dos instrumentos tocando en armonía, cantando juntos esta sinfonía. La primavera tornándose en verano, la mariposa, la luz rauda volado. Y como el hombre que a casa ha regresado, unos con otros nos hemos conectado. Despierten de una vez, vengan, vengan, vengan los aplausos. Yala, yala, hermanos, unidos de una vez, nuestra alegría al cielo alcanzará. Yala, yala, hermanos, despierten de una vez, vengan, vengan, vengan los aplausos. Yala, yala, hermanos, unidos de una vez, nuestra alegría. Quiere alimentar. El mar y el horizonte se han fundido. Así yo con mi hermano me de allá. Yala, yala, hermanos, despierten de una vez. Vengan, vengan, vengan los aplausos. Yala, yala, hermanos, unidos de una vez. Nuestra alegría al cielo alcanzará. De una vez.